Was geht ab, meine Freunde? Wir schauen heute das rätselhafte Verschwinden von Lars Mittank. Ein Video, was ich mir schon sehr, sehr lange anschauen wollte. Vielleicht kennt ihr die Story von Lars Mittank. Da steht die Wahrheit, exklusives Interview, Dokumentation. Das ist zwar schon 3 Jahre alt, aber es ist extrem spannend für mich persönlich, weil ich mich sehr viel mit dem Fall auch, also der Interessen, heizhalber beschäftigt habe und das ist ein deutsches Video über diese Begebenheit und das soll richtig, richtig gut sein. Zumindest sagen mir das die Klicks, deswegen schauen wir mal rein. Was soll schon passieren? Also Retalk, einer von den spannendsten so, ich sag mal, Krimi-Fällen oder sowas, die es halt für mich so gab. Und alles weiß ich auch nicht darüber. Am 30.06.2014 flog Lars Mittank mit 3 Bekannten und 2 Schulfreunden nach Varna, einer Hafenstadt in Bulgarien, die am Schwarzen Meer liegt und im Norden an den Kurort Goldstrand angrenzt. Aber seit einigen Jahren ist der Goldstrand weniger als Kurort, sondern eher als der neue Ballermann am Balkan bekannt, weswegen er oftmals das Ziel von sogenannten Partyurlauben ist. So auch im Fall von Lars. Jedoch war dies sein erster Urlaub dieser Art. Normalerweise machte und buchte er Sport-, Angel- und Taucherurlaube. Aber weil seine Freunde den Urlaub schon gebucht und noch einen Platz frei hatten, weil der Freund, der eigentlich mitkommen wollte, keinen Urlaub bekommen hat, entschloss sich Lars, weil er Urlaub hatte, mitzufahren. Sandra Mittank schreibt auch in der E-Mail an mich folgendes. Okay, er hatte mit den Eltern auch Kontakt und so. Okay. Ich als Mutter war sehr verwundert über diese Art Urlaub, da ich dies nicht kannte. Space Invader, danke dir. Lars arbeitete in... Ja, das ist dann halt so eine spontane Geschichte wahrscheinlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass... Ich habe nicht gewusst, dass es einen Ballermann 2.0 gibt, der irgendwo in Bulgarien ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das deswegen der Fall sein wird, weil es wahrscheinlich sehr viel günstiger sein wird. Also Bulgarien ist ja verhältnismäßig ein eher ärmeres Land und da sind die Lebenserhaltungskosten wahrscheinlich auch wesentlich niedriger. Klar, es ist dann für Touristen halt ausgelegt, aber das ist halt der Ballermann genauso. Ne? Aber da sind halt dann wahrscheinlich die Hotels günstiger, da ist der Erk günstiger und sowas, das Bier ist ein bisschen günstiger. Wilhelmshaven in einem Kohlekraftwerk. Das ist keine schlechte seitdem Idee. Seitdem er seine Fortbildung zum Kraftwerker absolviert hatte. Wilhelmshaven liegt ungefähr 150 Kilometer von seinem Heimatsort, Marne entfernt, wo seine Familie weiterhin lebt. Er liebte seinen Job und seinen Fußballverein Werder Bremen von Kindheit an, was später noch eine Rolle spielen wird. Weil sein Vater 2012 einen Schlaganfall erlitt und dieser dadurch zum Pflegefall wurde, pendelte Lars immer, wenn er frei hatte, nach Hause, um für seine Eltern da zu sein und ihnen Arbeit abzunehmen. Ist zwar günstiger, aber du hast höhere Chance, an schmutzigen Alkohol zu kommen, der dein Hirn kaputt machen kann. Was ist schmutziger Alkohol? Was meinst du damit? Außerdem genoss er es, seine Freunde und... Die strecken das dann mit irgendwas? Oder so, wenn die so Cocktails mischen, dass sie dann irgendwie so Eis reingeben, die das nicht gerade gut ist? Gepanscht. I don't know. Und ehemaligen Fußballkameraden zu sehen. Wie, du bist denn lauter, mach ich. Da kam ein Urlaub gerade recht. Eine Möglichkeit, das Tohuwabohu zumindest für einige Zeit hinter sich zu lassen und neue Energie zu tanken. So? Die 6 flogen also am 30. Juni 2014 nach Varna und kamen dort im 4-Sterne All-Inclusive-Hotel Viva unter. Zu der Zeit des Urlaubs war die Fußball-WM 2014. Halt die Tür zu, Alter. Hier, Nummer 5, Mats Hummels. Der ist der Einzige, den ich erkenne. Ey, ist das Schmelzer? Nummer 20, wer hatte die Nummer 20, Bruder? Gott, das ist alles low quality. 14. Und die Temperaturen lagen mittags bei ungefähr 40 Grad. Ach. Im Gegensatz zu den anderen, die ihre Zeit eher im Hotel, im Zimmer, am Pool, beim Essen und abends auf Partys verbrachten, spielte Lars mit Abiturienten am Strand Fußball. Sie beschrieben ihn später als einen netten und umgänglichen Typen. Es passierte cool. Anfangs nichts Ungewöhnliches oder Nennenswertes. Das Einzige, was den Freunden auffiel, war, dass Lars nicht viel gegessen hat. Viele Dokumentationen und Hobbydetektive geben diesem Detail große Aufmerksamkeit und versuchen, ihre Theorien aus diesem Fakt abzuleiten. Jedoch muss man bedenken, dass es 40 Grad waren. Ja, Temperaturen, ja, bei denen man oftmals einfach keinen Appetit hat. Außerdem wird nur von wenig und nicht von gar nichts gesprochen. Er aß trotzdem Suppen, Salat und Obst.
So sagt er. Yo, 40 Grad, erstmal eine heiße Suppe. Oh, erstmal die Frittatensuppe reinhauen. Das ist, by the way, auch was, was man in Deutschland nicht kennt. Voll witzig. Frittatensuppe, ne? Das ist einfach eine Palatschinke geschnitten und dann in Suppe. Frittatensuppe. Das ist in Österreich eigentlich gang und gäbe, dass man das hier so macht, ne? Hier Frittatensuppe, da schnitzelst du das quasi so runter. Sieht man hier eh so eine Palatschinke und dann gibst du es dir in die Suppe rein. Mega gut, mega gut. Fledlesuppe, gibt's eh auch? Okay, Fledlesuppe sagt man bei euch. Alles klar. Ja, Pfannkuchensuppe. Okay. Na, ich wusste nicht, dass man das auch kennt. Ich dachte, das ist komplett random für manche Leute. Sieht ein Obstverkäufer am Strand aus, das Lars öfter. Aber das machen wir auch mit Kuchen tatsächlich. Das frisches Obst bei ihm gekauft hat. Er konnte sich sofort an ihn erinnern, als ihm ein Foto von ihm gezeigt wurde, da er ihm besonders höflich in Erinnerung geblieben ist. Das war ein Am 3. Juli machten sie sich auf den Weg zur Bar Mystery of Golden Sands, um dort das Viertelfinale Costa Rica gegen die Niederlande zu gucken. Die Bar war ein Fußball... Das ist doch nicht Costa Rica gegen die Niederlande, oder? Nee. WM-Manier, oder? ...geschmückt und auf jedem Tisch standen Fahnen des Heimatlands der Besucher. Lars trug an dem Abend ein Werder Bremen Trikot und erlaubte sich, nachdem er schon etwas getrunken hat, einen Spaß daraus, die verschiedenen Fahnen miteinander auszutauschen. Eigentlich alle verstanden den Spaß. Ja. Bis auf eine Gruppe Bayern-Fans, eine Abitur-Abschlussklasse, die es nicht auf die leichte Schulter nahmen und sich darüber aufregten und einen Streit anfingen, der aber letztendlich im Keim erstickt werden konnte. Vielleicht fühlten sie sich auch durch das Werder Bremen-Trikot Lars angegriffen oder dazu berufen, etwas gegen sein Verhalten in Anführungszeichen zu unternehmen. Der Abend schien aber gut gewesen zu sein. Also ich finde das generell immer, ich verstehe, dass Leute sehr viele Emotionen bei Fußball und sowas halt haben. Habe ich auch. Ich bin großer Fußballfan und ich schaue mir gerne Fußball an und sowas. Nur ich wird niemals so eine andere Person so richtig so hassen oder versuchen halt mit ihnen so einen Streit anzufangen, aufgrund dessen, wenn ich nicht direkt so provoziert werde. Ein guter Kollege von mir ist nämlich sehr, sehr provozierend und ich habe den mal irgendwie so 3 Tage lang blockieren müssen nach einem Match. Der ist mir so auf die Nerven gegangen, so ein Arschloch, Alter. Denn sie verließen. Aber ich will den, weißt du, so streiten oder sowas mit irgendwelchen Random. Als letzte die Bar gegen 4 Uhr morgens. Auf dem Weg zum Hotel wollten Tim und Paul noch einen Abstecher zum nicht weit von der Bar gelegenen McDonald's machen. Da Lars McDonald's allgemein nicht mehr mochte und sich eher gesund ernährte und viel Sport machte, sagte er, dass er nichts essen wolle und schon mal zum Hotel vorgehe. Das Hotel liegt ungefähr 1 Kilometer von dort entfernt. Auf dem Weg wurde er nach eigenen Aussagen von Russen oder Bulgaren geschlagen. Er sprach später die Vermutung aus, dass diese von den Bayern-Fans aus der Bar beauftragt wurden, weil diese am Abend zu ihm sagten, dass man in Bulgarien leicht jemanden für wenig Geld damit beauftragen kann, jemanden zu schlagen. Okay, das ist crazy. Das ist crazy. Ich wusste, dass ihm das passiert ist, dass ihn jemand geschlagen hat, aber ich wusste nicht, dass die das gesagt haben. Das ist crazy. Er wurde nicht großartig verletzt, hat aber einen harten Schlag auf sein linkes Ohr bekommen. Als Lars am nächsten Tag aufwachte, rief er seine Freundin an und erzählte ihr von dem Vorfall und seinem schmerzenden Ohr. Sie bat ihn mehrmals darum, einen Arzt aufzusuchen und die Verletzung und Schmerzen, die damit einhergingen, abzuklären. Also, danke dir. Jedoch dachte Lars, dass kein Arzt am Wochenende auf hat. Gleichzeitig hoffte er auch darauf, dass sich der Zustand seines Ohres schnell wieder verbessern würde. Am gleichen Abend gingen sie zwar noch alle zusammen feiern, aber die nächsten 2 Tage entspannten sie mehr und ließen den Urlaub ausklingen. Am Montag, den 7. Juli, mussten sie um 12 Uhr aus dem Hotel auschecken. Lars hatte immer noch Schmerzen und dachte über die Konsequenzen nach, die ein Flug auf eine Verletzung seines Ohres haben könnte. Denn für seinen Job als Kraftwerker ist ein gutes Gehör wichtig, weswegen sein Arbeitgeber alle Arbeitnehmer auch regelmäßig untersuchen ließ, um die Qualität und Sicherheit zu gewähren. Und da Lars seinen Job liebte, wollte er diesen nicht gefährden und entschloss sich dazu, mit einem Freund mit einem Taxi zu einem Allgemeinmediziner zu fahren und sein Ohr untersuchen zu lassen. Der Arzt diagnostizierte einen Trommelfellriss und verbot ihm zu fliegen,
und gab ihm eine Überweisung ins Krankenhaus St. Anna in Varna. Hier das Dokument dazu. Medizinisches Zentrum Terakia GmbH. Mhm. Doch bevor... Ist eh mega scheiße so. Imagine, du bist dann auf einem Plane und dann fällt dir auf, dass du irgendwas hast, dass du irgendwie Ohrenschmerzen oder sowas bekommst. Bevor er zum Krankenhaus fährt, begeben sie sich zurück zum Hotel und reden über ihr weiteres Vorgehen. Nach Absprache mit den anderen fünf hat Lars beschlossen und insistierte darauf, dass sie ohne ihn fliegen. Vor allem, wie lang braucht so ein Trommelfellriss, um wieder zu verheilen? Und ihn zurücklassen. Du bist deswegen taub am rechten Ohr? Du hattest sowas auch und bist dann geflogen, oder was? Hat er den Riss nach einem Konzert? Damn. 12 Wochen. Gottes Willen, Alter. Ich kann mich erinnern, meine Volksschullehrerin hat damals zu unserer Klasse erzählt, dass ihr Freund, permanent einen Tinnitus hat. Und ich wusste damals nicht, was ein Tinnitus ist, und sie hat einfach beschrieben, so, ja, sie waren bei einem Konzert und dann hat irgendwer in der Nähe einen Böller angezündet oder so oder ein Feuerwerk oder irgendwie sowas und dann war das einfach so, dass er halt seitdem einen Tinnitus hat. Und dann bin ich, Bruder, da war ich halt, weiß nicht, wie alt ist man in der Volksschule, also halt in der Grundschule quasi, wie alt ist man da, 6 bis zu 10 Jahre ungefähr, und so 8 Jahre war ich dann, und dann war ich am Abend bei einem Eislaufplatz und da war richtig laute Musik, und du weißt ja, wie das ist, wenn es laut ist und sowas und du gehst danach ins Ruhige, dann hast du auch einen Tinnitus in den meisten Fällen, und ich dachte mir so, damn, das habe ich jetzt für mein Leben lang und so, nee, ja, aber Ohren extrem empfindlich. Deswegen generell, Bruder, wer jemand anderen attackiert, dann auch noch aufs Ohr zu schlagen oder generell so auf den Kopf zu schlagen, das ist so dämlich. Lassen sollen, da er eine Auslandsreiseversicherung hatte, die ihn nach Hause transportieren wird. Okay. Am 7. Juli um 20 Uhr wurden die fünf mit einem Shuttle vom Hotel abgeholt. Lars fuhr mit einem Taxi zum Krankenhaus St. Anna in Varna. Gegen 20.40 Uhr betritt Lars das Sprechzimmer des HNO-Facharztes und wird untersucht. Nach Aussagen Lars hat der Arzt ihn, Zitat, verhöhnt. Ein Wort, das Lars so gut wie nie benutzte. Und bei Sandra dementsprechend eine enorme Gewichtung hatte. Der HNO-Arzt wollte Lars nicht verstehen und auch nicht mit ihm auf Englisch reden. Er verweigerte jegliche Kommunikation. Deswegen wird er auch nicht aufgenommen. Musste aber trotzdem eine Rechnung von 120 Lever, ungefähr 60 Euro, bezahlen. Der Klassiker. Lars bekommt ein Rezept für das Antibiotikum Cefzil 500, bevor er geht. Um 21.41 Uhr nimmt er das gleiche Taxi, das er nahm, um zum Krankenhaus zu kommen, um zur ersten Apotheke zu fahren. Aber weil... Ja, ich war auch schon... Das ist so ein Scam einfach. Ich war auch schon bei Ärzten. Da gehst du hin... Du kannst teilweise so online auch solche Einschätzungen machen von irgendwelchen Sachen, die du hast. Und dann gehst du hin und dann sagen sie, ah ja, ich habe keine Ahnung, was es ist, ich kann dir nicht helfen. Gehen Sie bitte zur Kasse und zahlen Sie da 60 Euro, Bruder. Weil das Rezept 20 Tabletten vorschrieb und die Apotheke nur Packungen mit 10 Tabletten vor Ort hatte, musste er noch eine zweite Apotheke anfahren. Nicht, dass ich jetzt expecte, irgendwie gratis untersucht zu werden oder so, sondern wenn er von Anfang an sagt so, ja, nee, keine Ahnung, was das ist, keine Ahnung, wie ich dir helfen soll, dann halt, Bruder, sag halt, ja, schleich dich. Das war gegen 22.05 Uhr. Dort bekommt er das Cefzil 500. Daraufhin steigt er wieder ins Taxi und sagt dem Fahrer, er solle ihn in ein günstiges Hotel bringen. Weil es die Sommerhochzeit war jedes, wirklich ja, jedes ansehnliche Hotel schon ausgebucht. Was ein weiterer Grund dafür war, dass der Taxifahrer ihn ins Hotel Koller gefahren hat. Vielleicht hatte der Taxifahrer zudem eine Art Vertrag mit dem Hotel Koller, welches ihm eine Provision versprach, wenn er Touristen zu diesem Hotel bringt. Letzteres ist natürlich reine Spekulation, könnte aber ein Erklärungsansatz sein. Um 22.10 Uhr kommt er im Hotel Koller an. Es liegt in einer Seitengasse, einer abgelegenen Gegend. Lars steigt aus und weil er Durst hat, überlegt er, zum offenen Geschäft zu gehen, das direkt vor ihm lag. Aber weil dort mehrere zwielichtige Männer rumstanden, entschied er sich dagegen. Also gab er dem Taxifahrer sein Geld und ein großzügiges Trinkgeld und bedankte sich herzlich für seine Hilfe. Letzteres waren die Worte des Taxifahrers, wobei hier anzumerken ist, dass er später für die Recherchen Sandra Mittanks nicht mehr zu erreichen war.
Daraufhin checkte er ins Hotel ein und bezahlte mit Kreditkarte. Lars teilte seine Mutter später mit, dass der junge Mann hinter dem Tresen diese kopiert hat. Er ging auf sein Zimmer. Später holte er sich noch ein Wasser an der Bar des Hotels, um das CFC runterspülen zu können. Um 23 Uhr rief... Na gut, das Hotel wird dann wahrscheinlich eher so abgelegen sein, oder? Wenn das mehr in so einer... Wenn es Sommer-Hochzeit- urlaubsmäßig ist, dann werden wahrscheinlich die ganzen Hotels am Strand sein, die halt sehr teuer sind. Je weiter weg du gehst, desto besser wird es halt. Ja, das war damals auch... Jedes Jahr in Grado ist es ja auch so. In Grado in Italien. Grado ist so der Urlaubsort, wenn du in Österreich residierst, ne? Und dann halt auf Urlaub fährst. Das ist so... Jeder Österreicher, glaube ich, war schon mal in Grado. Da sind wir mal, mein bester Freund und ich sind da mal hingefahren. Und ohne Hotel, das war ja mega lustig. Und da fährst du so, wie lange bist du gefahren? So 5 Stunden ungefähr. Und dann hatten wir halt kein Hotel, ne? Und wir sind ausgestiegen und wir sind so von Hotel zu Hotel zu Hotel gegangen. Und die alle so, nee, wir haben nichts mehr offen. Ich würde euch gerne die Besenkammer geben, aber Bruder, geht einfach nicht. Und dann hatten wir ein Hotel und ja, Lignano auch, genau. Und da haben wir so gesagt, so ja, scheißegal, wie viel es kostet, wir nehmen es, weil wir müssen irgendwo pennen. Das war so. Lief er seine Mutter das so dumm erstmal aus dem Hotel an und bat sie darum, sein Handy mit Geld aufzuladen. Sandra Mittag leistete seiner Bitte Folge und lud es auf. Hier ist kurz anzumerken, dass das Handy, welches er dabei hatte, kein Smartphone war, sondern ein altes Handy, dessen Akku schnell leer ging. Er wollte den Urlaub in vollen Zügen genießen und ließ extra sein neues Smartphone zu Hause. Zu dieser Episode schreibt Sandra Mitzang Folgendes. Er war beunruhigt. Er sagte, er hätte mit Fußballfans gestänkert. Er wurde aufs Ohr geschlagen und erzählte das mit dem Krankenhausarzt, dass der Arzt ihn verhöhnt hat und lachend weggeschickt hat. Er bat mich außerdem, die Auslandskrankenversicherung anzurufen, denn er wollte mit einem Krankentransport nach Hause geholt werden. Wir haben aufgelegt und ich habe bei der Auslandskrankenversicherung den Fall angemeldet und ein Aktenzeichen bekommen. Nachdem Sandra mit der Genau, da müssen Sie nur 2,5 Wochen warten und dann kriegen Sie die Info, dass es nicht möglich ist. Versicherung telefoniert hat, rief sie ihren Sohn erneut an und teilte es ihm mit. Lars sagte daraufhin, dass irgendetwas mit dem Hotel nicht stimme, dass er weg müsse und dass Sandra seine Kreditkarte sperren soll, weil das Hotel diese beim Check-in kopiert habe und ihm dies komisch vorkam, weil er solch ein Prozedere bisher in keinem anderen Hotel erlebt habe. Wenn er wieder zu Hause ist, könne er sie wieder entsperren. Wie ist das eigentlich, wenn du bei dem Hotel eincheckst und mit Kreditkarte zahlst? Ich zahle halt immer nur online mit der Kreditkarte. Aber das ist ja im Prinzip das Gleiche, ne? Du gibst denen ja deine Daten von der Kreditkarte und trustest denen einfach, dass sie halt nicht irgendwas runterbuchen oder so. Im Endeffekt ist es eh dämlich. Nur Reisepass, oder? Naja, du bezahlst ja auch irgendwie. Die Daten haben sie safe. Ja, sowieso. Ist dann egal, ob sie kopiert ist oder nicht. Bruder, ich weiß nicht mal, wo das war. Ich glaube, bei der Stellung zum Bundesheer quasi. Da habe ich voll viele Dokumente mitgehabt und dann habe ich sie dem gegeben. Und der hat sie kopiert und hat vergessen, sie mir zurückzugeben. Und ich hab das überhaupt nicht gecheckt. Wir haben es beide nicht gecheckt und dann habe ich voll viele Dokumente verloren. Voll witzig. Entweder bar als Depot oder Kopie der Kreditkarte. Okay. Warum ihm das wohl komisch vorkommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass halt, wenn du irgendwo im Ausland bist, bei irgendeinem sketchy Hotel in einer Sackgasse, nachdem niemand mehr da ist, quasi nachdem du halt komplett alleine bist und sowas, und du hast nicht wirklich eine Ahnung so von dem Land oder von der Kultur oder ich weiß nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Hotel Color, das hat jetzt nicht unbedingt super ausgesehen, dass du dir dann einfach denkst, ah, I don't know, ich fühle mich hier nicht wohl. So. Ich hätte ja seiner Mutter. Um dies genauer abzuklären, rief Sandra bei einer Mitarbeiterin der Bank an. Diese teilte ihr mit, dass man die Karte nicht selbst wieder entsperren kann. Danach rief sie Lars wieder an und sagte ihm das, was die Mitarbeiterin ihr gesagt hat. Dennoch beharrte er darauf und fügte hinzu, dass er noch genug Bargeld habe. Okay. Sandra Mitzang sperrte die Karte. In der E-Mail an mich schrieb sie dazu noch Folgendes. Mein Gefühl sagte mir, dass ich eine Busverbindung buchen muss, falls er nicht fliegen darf, am nächsten Tag. Also habe ich eine Busverbindung rausgesucht, gebucht und bezahlt.
Der Bus wäre am 8.7. um 23.30 Uhr ab dem Busbahnhof Varna gefahren. Also selbst wenn Lars nicht hätte fliegen dürfen, hätte er die Sicherheit gehabt, ein Busticket zu haben. Ist aber richtig Ehre. Sandra riet Lars, schlafen zu gehen. Weil sie hat sich sicher Sorgen gemacht, ne? Ja. Kraft zu tanken. Denn die nächsten Tage werden anstrengend. Doch kurze Zeit später ruft er sie wieder an. Etwas stimmt mit dem Hotel nicht. Er sagte zwar nicht genau was, aber Sandra glaubt, dass er sich abgehört fühlte und deswegen nicht laut reden konnte. Die Recherchen der Privatdetektive und Sandras ergaben später, dass das Hotel sehr hellhörig ist und dass man alles vom Flur und von seinem Zimmernachbarn gut hören kann. Ihre Vermutung ist, dass Lars irgendetwas Beunruhigendes mitbekommen hat oder das Gefühl hatte, dass man hört, was er über das Hotel sagte. Am Ende des Anrufs sagte er, ich muss hier raus. Zwischen 2.30 Uhr... Gott, ich würde mich... Also Real Talk in der Situation, imagine, die passiert ist. Du bist in einem anderen Land, komplett alleine und du bist komplett paranoid und denkst dir, das Hotel, wo ich gerade eben eingecheckt bin, irgendjemand will mir hier irgendwas antun oder sowas. Wie gehst du denn überhaupt raus? Wie verlässt du überhaupt das Hotel? Aus dem Fenster raus? Einfach bei der Vordertür raus? Um 3.30 Uhr rief er Sandra ein weiteres Mal an und sagte ihr, er sei aus dem Hotel raus und werde von 4 Männern verfolgt. Er sprach leise, weil er sich vor ihnen versteckt hat und eigenen Aussagen zufolge, Zitat, höher liegt und runterfallen könnte. Kurz darauf legt er auf. 8. Juli, 3.06 Uhr. Lars schreibt eine SMS an Sandra. Zefziel 500, was ist das? 9 Minuten später. Ah, das war das Medikament, was ihm verschrieben wurde, oder? Zefziel 500, was ist das? Weil Sandra Mittag noch davon ausging, dass er sich versteckt, rief sie ihn nicht an, buchte stattdessen aber einen Flug. Der Flug wäre um 16.20 Uhr vom Varna Flughafen losgeflogen und um 21.45 Uhr in Hamburg gelandet. Um den Ablauf des Geschehens besser nachvollziehen zu können, gingen Sandra und die Ermittler den Weg, den er wahrscheinlich gegangen ist, nachts zur gleichen Zeit ab. Und ihrer Einschätzung nach könnte es sein, dass die 4 Männer, die ihn verfolgt haben, ihn ausrauben wollten, weil er eine Adidas-Tasche bei sich trug und durch sein gelbes T-Shirt am Abend gut zu erkennen war. Mhm. Und nicht, weil sie spezifisch nach Lars gesucht haben. Sandra lag die ganze Nacht wach und wartete auf Neuigkeiten Lars. Lars wurde irgendwann in der Nacht heftig winkend am Straßenrand von einem Taxifahrer gesehen. Dieser hatte zwar schon eine Frau im Taxi, jedoch nahm er Lars mit und setzte ihn gegen 5 Uhr am Flughafen Varna ab. Der Taxifahrer und die Frau im Taxi berichteten im Nachhinein, dass Lars Pupillen erweitert waren. Die möglichen Ursachen dafür sind unbekannt. Es gibt zwar viele Theorien, aber alle sind rein spekulativ. Es könnte. Ja, aber ich glaube, ja, das könnte wahrscheinlich einfach eine normale Reaktion sein, wenn du die ganze Nacht dich irgendwo versteckst vor Leuten, weil du zuerst denkst, dass dein Hotel, dass dein Hotel, mit deinem Hotel irgendwas nicht stimmt, dass die Leute dir zuhören und sowas. Er hat doch Medina genommen. Was ist Medina? Achso, Medikamente. Ja, schon, aber Zefziel 500. Zefziel 500. Ich google mal ganz kurz. Zefziel, was ist Zefziel 500? Wirkstoff gehört zu den Antibiotika. Er behindert den ordnungsgemäßen Aufbau der äußeren Hülle, der sogenannten Zellwand von Bakterien. Die Zellwand kann den Bakterien dadurch keine Stabilität und Schutz mehr bieten. Sie platzt und Zellbestandteile treten aus. Die Bakterien werden zerstört. Ein antibakterielles Antibiotikum. Schauen. Könnte mit der Kopf- bzw. Ohrverletzung zusammenhängen. In Deutschland nicht zugelassen? Tja. Oder auch Nebenwirkung des Medikaments Zefziel 500 sein. Adrenalin, ja. Oder einfach, weil er angespannt und voll mit Adrenalin der letzten Tage war. Safe. Kurz nachdem er am Flughafen ankam, rief er seine Mutter an und sagte ihr, dass er froh sei, dort zu sein. Zu dem Zeitpunkt ist sein Handy schon fast leer und die Gespräche mit seiner Mutter belaufen sich aufs Wesentliche. In kurzen, knappen Sätzen. Er sagt ihr, er brauche Geld und dass Sandra ihm Geld per Western Union überweisen soll. Beide kannten Western Union vorher nicht, aber Lars erzählte, er habe einen Mann aus Bayern am Flughafen kennengelernt, der ihm Western Union und den Prozess, wie man durch dieses Verfahren an Bargeld kommt, erklärt. Der Mann stand nicht mehr neben ihm,
Und trotzdem konnte Lars Sandra klar und deutlich wiedergeben, was er ihm gesagt und wie Western Union funktioniert, sodass sie dieses System verstand, obwohl es ihr vorher unbekannt war. Hieraus schließen die Privatermittler und Sandra, dass Lars noch klar bei Sinn und nicht verwirrt war, wie viele Internetdetektive oftmals annehmen. Boah, I don't know. Ich denke, ich weiß es nicht. Ich denke, du kannst, selbst wenn du in irgendeiner Art von, weiß ich nicht, Psychose dich befindest oder in irgendeiner Art von Zustand, der eben durch Paranoia und Adrenalin und was weiß ich was ausgelöst ist, wenn du dann kurz in dem Moment von Klarheit bist und dir denkst, okay, jetzt rufe ich meine Mom an und ich erkläre ihr, wie ich an Bargeld komme, weil das ist gerade sehr, sehr wichtig, dann kann dein Gehirn wirklich einfach sich so auf diese eine Aufgabe fokussieren. Aber keine Ahnung. Western Union, das ist ja einfach eine Bank, oder? Das ist einfach eine Bank. Oder bin ich gerade lost? Sandra nannte ihm nach der Erklärung von Western Union die Daten für sein Flug- und Busticket und sagte ihm, dass er diese handschriftlich abschreiben soll, falls der Fall eintritt, dass sein Handy leer gehen sollte. Die Nummer Western Unions wollte sie ihm nach dem Besuch beim Arzt mitteilen, da sie zu dem Zeitpunkt noch keine Überweisung getätigt hat. Diese machte sie erst nach dem Gespräch. Lars sagt ihr nicht, wie viel Geld er braucht, weswegen sie eine Summe, die eher zufällig ausgewählt war, von 500 Euro festlegte. Ja. Hier wird oftmals spekuliert, dass die Summe von 500 Euro zu spezifisch wäre, falls Lars sie angefordert hätte und eventuell auf eine Erpressung hinweisen würde. Nee, 500 Euro ist auch zu wenig. Also ohne Spaß. Ich weiß, Bulgarien ist jetzt nicht ein Land, was sehr reich ist und sowas, aber ich glaube, wenn du jemanden findest und du erpresst ihn und gerade auch am Flughafen so sehr extrem viel Risiko und sowas, da gibt es ja überall Kameras und Sicherheitsleute und sonst was, dann machst du dir nicht die Mühe oder die setzt sich der Gefahr aus für 500 Euro. Machst es eher so, weiß nicht, 2000. Man kann auch mit Theorien übertreiben. Das ist halt ein riesiger Fall, ne? Deswegen gibt es da auch so viele Theorien. 5000 Erpresse macht mehr Sinn als 500. Da kostet manchmal ein Flug 10 Euro. Was? Wirklich? 10 Euro Flug, aber dann teure Hotels? Aber mit dem genannten Fakt erübrigt sich eine Spekulation in solch einer Richtung. Am Ende des Gesprächs sagte Sandra ihrem Sohn, dass er sich zum Flughafenarzt begeben und abklären soll, ob er fliegen kann oder nicht. Doch bevor er beim Flughafenarzt war, sagt er noch, Zitat, sie lassen ihn weder fliegen noch fahren. Ja, weil sein Trommelfell ja immer noch gerissen ist. Das waren ja erst ein paar Tage, die er jetzt da unterwegs war. Aber Bulgarien? Wie lange fährt man da? Wahrscheinlich so, schon so 24 Stunden, oder? Ich google mal ganz kurz. Wo wohnen sie? Machen wir Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern, Maps. Ich zeige euch das bewusst nicht, weil ich habe Angst, dass ich meinen Standort liege. Mecklenburg-Vorpommern, Bulgarien. Einfach mal sehr grob. Mit dem Auto 21 Stunden 32. Ah, Mecklenburg-Vorpommern ist sehr relativ weit oben. Naja, okay. Hey, die Frau, ich bin jetzt ab. Ich bin verschenken. Außerdem sagte Lars, dass er von dem Versteck verdreckt aussehe. Sandra erwiderte, dass er sich im Badezimmer frisch machen und sich melden soll, sobald er Genaueres vom Arzt weiß. Außerdem machte Sandra ihm noch Mut und sagte, dass... Ach so, das war doch kein Zitat, oder? Sie lassen ihn weder fliegen noch fahren? Ich glaube eher, das war so im Sinne von, yo, sie lassen mich nicht fliegen oder fahren. ...nicht allzu schlimm sein könne, mit seinem Ohr. Sonst wäre er nicht vom anderen Arzt einfach weggeschickt worden. Doch. Kurz nach dem Gespräch und kurz nachdem Sandra die Überweisung an Western Union fertiggestellt hatte, rief sie ihn nochmal an. Sie hörte nur ein Plätschern, weswegen sie davon ausging, dass er aus Versehen den Anruf annahm und sich gerade im Badezimmer frisch machte. Dies war der letzte Anruf, den Lars annahm. Sie versuchte es später zwar noch einmal, aber Lars nahm nicht mehr ab. Frostinger, danke dir. Während Sandra Mittank immer nervöser und unruhiger wurde, da dieses Verhalten für Lars untypisch war, machte Lars sich auf den Weg in das Sprechzimmer des Arztes.
Um 9 Uhr betritt Lars das Sprechzimmer. Das Gespräch und/oder die Untersuchung dauert 42 Minuten. Lars gab Dr. Kostov, dem behandelnden Arzt, seinen Ausweis. Dieser notierte die nötigen Daten und schaute ihm daraufhin ins Ohr, verabreichte ihm Ohrentropfen, maß Fieber, seine Temperatur lag bei 37,2 Grad und wollte ihm abschließend Tabletten geben, die Lars aber strikt ablehnte. Wahrscheinlich aufgrund der schlechten Erfahrungen mit dem Zefzil 500. Ja. Der Arzt erklärte Lars, dass er fliegen könne, weil es nicht so schlimm ist, aber er eine Verzichtserklärung unterschreiben muss, bevor er fliegen dürfe. Also stellte ihm diese aus und Lars unterschrieb sie. Hier das Dokument dazu. Okay, alles Mögliche auf, ist es kyrillisch? Ja, safe. Jasna Naskachavane, genau. Verzichtserklärung quasi medizinisch, dass wenn sein Trommelfell noch weiter beschädigt wird, dass sie nicht dafür haften? Lars wurde dann wohl unruhig und bat, auf die Toilette gehen zu dürfen. Murmelte, er komme gleich wieder und verschwand. Der Arzt wartete, bis er erfuhr, dass Lars das Flughafengelände verlassen hatte. Dieses Dokument, das vorher noch nicht veröffentlicht wurde, stellt den Aufenthalt im Sprechzimmer des Arztes noch einmal in ein ganz anderes Licht. Das gerade war die Rekonstruktion der Ereignisse auf Basis des Dokuments. Ja, er hat immer noch sein gelbes T-Shirt an, okay. Der Anrufe, die Sandra Mitzang mit Frau Mitrova hatte. Dr. Kostov sagt aber später, dass Folgendes passiert ist. Er sagt, dass es für Lars eh schon eine stressige Situation war und er Angst hatte, als plötzlich ein Mann in einer Uniform des Flughafens das Sprechzimmer betrat. Lars sei panisch geworden, aufgesprungen und losgerannt. Jedoch muss hier erwähnt werden, dass Dr. Kostov seine Aussage im Verlauf der Ermittlungen ganze 3 Male geändert hat. Anfangs sagte er, dass dieser ominöse Mitarbeiter, der das Sprechzimmer betreten hat, ein Angestellter der Airline war, mit der Lars um 16.20 Uhr fliegen sollte und der nach Lars suchte. Jedoch war es erst 9 Uhr. Wieso sollte jemand so lange vor dem Flug nach Lars Ausschau halten? Ja, erstens das und zweitens, das ist ja generell nicht üblich. Also normalerweise ist es so am Flughafen, wenn du noch nicht im Flieger bist, dann rufen sie dich aus, oder nicht? Wenn Boarding noch gerade eben aktiv ist, dann rufen sie so, yo, oder nicht spezifisch dich, aber auch so im Sinne von, yo, alle Fluggäste vom Flug A7294,5, bitte jetzt zum Boarding kommen, weil Boarding beginnt jetzt oder so. Genau. Er kann sich dann wahrscheinlich nicht mehr erinnern an den, er weiß dann wahrscheinlich nicht mehr, okay, wer exakt dieser Mitarbeiter war. Gerade wenn seine Mutter den Flug erst wenige Stunden zuvor gebucht hatte. Ja. Danach sagte er, dass die Person, die hereinkam, ein Mitarbeiter des Flughafens war. Okay. Aber warum sollte ein Mitarbeiter einfach das Sprechzimmer des Arztes betreten? Und seine letzte Version lautete, dass er die Person, die hereinkam, nicht kannte. Viele Widersprüche. Aber diese wurden auf die Spitze getrieben, als der leitende Ermittler Deutschlands zum Flughafen flog und Zuständige dort befragen wollte. Ihm wurde ein Mann vorgesetzt, der ominöse Mitarbeiter gewesen sein soll. Ermittlungen von Privatdetektiven fanden aber die Identität des Mannes heraus und prüften seine Glaubwürdigkeit. Und es stellte sich heraus, dass die Person, die dem deutschen Ermittler vorgesetzt wurde, zum Zeitpunkt, als Lars das Sprechzimmer betrat, nichtmals in Bulgarien befand. Wie kann ja auch sowas passieren? Okay, es ist jemand reingekommen, von dem man nicht weiß, wer das ist. Weil es kann ja auch sein, ohne Spaß, es kann ja auch sein, dass der Typ hier die Wahrheit sagt. 2,29, warte mal, ich gehe mal zweimal zurück. Nochmal. Okay, zuerst war es ein Mitarbeiter der Airline. Gut, er hat wahrscheinlich gedacht, der Arzt, okay, das ist ein Mitarbeiter der Airline oder sowas. Aber der hatte doch Camouflage an, oder nicht?
Mitarbeiter der Airline, ist ja egal, okay, der hat irgendwas über irgendeinen Flug geredet oder sowas so und deswegen ist er davon ausgegangen. Dann hat er geglaubt, das ist ein Mitarbeiter vom Flughafen, weil er weiß nicht genau, ob der von der Airline war oder nicht und deswegen hat er gesagt, naja, okay, der wird halt irgendwo beim Flughafen arbeiten. Und dann hat er am Ende gesagt, okay, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Unbekannter Mann. Ich weiß nicht genau, wer das ist, aber ich wäre davon ausgegangen, dass es ein Mitarbeiter der Airline ist oder jemand, der am Flughafen gearbeitet hat. So kann ich mir das erklären. Ne? Aber dass man dann nicht ausfindig machen kann, erstens, wer das ist und zweitens, dass die Person, von der man glaubt, der das ist, nicht mal in Bulgarien war, Bruder. Die dem deutschen Ermittler vorgesetzt wurde, zum Zeitpunkt des Weiteren können die Aussagen des Arztes nicht geprüft werden, weil es keine Kameras im Flughafen gibt, die auf den Eingang des Sprechzimmers gerichtet sind. Ein toter Winkel sozusagen. Sandra Mitzank rief, während Lars im Sprechzimmer war und weggelaufen ist, verschiedene Nummern an, um Hilfe zu bekommen. Aber Zitat, niemand wollte und konnte sie verstehen. Um 11 Uhr rief sie beim Honorarkonsulat in Varna an und wurde mit Frau Mitrova verbunden. Ihr erzählte Sandra, was passiert ist, dass ihr Sohn besorgt klang und dass sie dringend Hilfe braucht. Eine Stunde später um 12 Uhr rief Frau Mitrova Sandra zurück und sagte ihr, dass Lars beim Arzt gewesen sei, relativ normal ausgesehen, sich aber unruhig verhalten habe und den Arzt darum gebeten habe, zur Toilette gehen zu dürfen, dann aber nicht wiederkam. Der Arzt dachte, er komme wieder und holt seine Sachen noch ab. Aber später berichtete sie Sandra, dass Lars einfach rausgerannt vom Flughafen verschwunden sei und seine Reisetasche, Ausweis, Rucksack und Handy zurückgelassen habe. Ein weiterer Punkt, warum die Aussagen des Arztes nicht schlüssig erscheinen. Am 9. Juli wird... Aber safe, die Mom hat viel unternommen. Also for real. Allein schon, dass sie damals... Hallo, ist knapp. Allein schon, dass sie in der Situation so sagt, so, ja, okay, ich weiß nicht genau, was jetzt da abgeht in Bulgarien, ist egal, ich buche dir einfach einen Flug, oder war das jetzt ein Bus? Nein, ich glaube, einen Flug hat sie gebucht. Einen Bus hat sie gebucht, falls er nicht fliegen könnte. Weil, Bruder, du hast ja auch null Ahnung, was da abgeht. Es ist so fucked up. Wird eine Vermisstenanzeige in Deutschland aufgegeben. Danke dir. Und zur gleichen Zeit beauftragt das Kohlekraftwerk, wo Lars gearbeitet hat, einen Privatdetektiv und einen bulgarischen Anwalt, der gebürtig aus Varna kommt. Ein Mitarbeiter des Kraftwerkes befindet sich... Ich denke mal, ja, das muss so schrecklich gewesen sein, für die Mutter auch erstmal keine Hilfe zu bekommen, bis sie im Konsulat angerufen hat. Ja, auf jeden Fall. Ey, viele Leute dort, ich weiß nicht, wie das halt ist, ob man dort gut Englisch spricht oder nicht, aber wenn dort irgendjemand nicht wirklich Englisch spricht und sich denkt, so, ja, keine Ahnung, ich bin jetzt nur irgendwie Support oder, also so Kundensupport für irgendwas und sowas, ich habe keine Ahnung, was sie von mir möchten und sowas, dann wird sie sich in dem Moment auch einfach denken, na gut, dann scheiß auf dich, dann rufe ich woanders an und sowas. Also jetzt nicht, dass ihr, das klang jetzt so, als würde ich sagen, so, ja, das war jetzt ihre Schuld oder sonst was. Nein, überhaupt nicht, sondern ich würde da auch komplett, Bruder, ich würde da alles durchläuten, was überhaupt geht. Und natürlich sind dann die Leute auch erstmal überfordert so mit der Situation, aber dann, Bruder, wo rufst du dann überhaupt an? Du rufst beim Flughafen an, du rufst dort an und keiner kennt sich nicht wirklich aus oder keiner weiß, wie man mit so einer Situation umgeht, weil, Bruder, du wirst ja nicht eingeschult auf sowas, bis du vielleicht im Konsulat landest. Was ist mit den Aufnahmen, wo man sieht, wie er das Gebäude verlässt und über einen Zaun klettert, obwohl ihn niemand verfolgt? Ich glaube, das kommt noch. Das beim Flughafen, oder? ...sich zu der Zeit mit seiner bulgarischen Frau in Bulgarien, im Urlaub. Sie erfahren von Lars und begeben sich umgehend am 10. Warte, wer? In Bulgarien. Ein Mitarbeiter des Kraftwerkes befindet sich zu der Zeit mit seiner bulgarischen Frau in Bulgarien, im Urlaub. Sie erfahren von Lars und begeben sich umgehend am 10.07.2014 zum Flughafen Varna. Und werden auf Nachfrage hin schroff abgewiesen. Ihnen werden keine Informationen über sein Verschwinden gegeben. Ja, das ist interessant. Hat man das dann nicht kommuniziert? Der muss das ja irgendwo angegeben haben, der Arzt. Der muss ja irgendwo gesagt haben, yo, da ist ein Typ bei mir gewesen. Ich habe hier Dokumente. Der hat hier seinen ganzen Stuff gelassen. Ich habe sogar seinen Reisepass. Man kann ja einfach hinterlegen, wer quasi nicht mehr da ist. Ich habe letztens, ich habe mal am Flughafen
meine Geldbörse angebaut. Ha! Bruder, da war einfach so Kontrolle und ich bin da so durchgegangen und ich habe meine Geldbörse da so hingelegt und die ist da durch so einen Scanner gelaufen. Da bin ich ohne Geldbörse weitergelaufen. Habe ich mich dann ausweisen müssen. Habe ich dann sagen müssen, ja, schauen Sie, ich bin der und der. Und der so, ja, okay, passt. Hier ist Ihre Kohle. War doch am alles 17. Drin, Juli nimmt der Privatdetektiv Andreas Gütig die Arbeit in Varna auf. Am 24. Juli reist Sandra mit Zank nach Varna. Am 27. Juli fahren Sandra, der Arbeitskollege von Lars und der bulgarische Anwalt, zum Flughafen. Am Flughafen werden Sandra die Aufnahmen der Sicherheitskameras gezeigt. Sandra schreibt Folgendes: Ich weine nicht, obwohl ich Lars das letzte Mal sehe. Ich bin erleichtert. Mein Gefühl sagt mir, mein Sohn weiß, was er da tut. Er bringt sich in Sicherheit. Okay. Nachdem Sandra das Video von Lars gezeigt wurde, wo er aus dem Flughafen rennt, fragt sie die Zuständigen vor Ort, ob sie ihr die Aufnahmen zeigen können, wo Lars am Flughafen ankommt. Das Video sei gerade nicht verfügbar, sagten sie ihr. Ich habe für diese Dokumentation alle Videos, die Sandra und die Polizei zur Verfügung gestellt wurden, bekommen und werde sie nebenher einblenden. Was aber wichtig zu wissen ist, ist, dass das Video, was Sandra am Flughafen am 27. Juli 2014 gezeigt wurde, Videoszenen zeigt, die der Polizei 7 Monate später nicht zugeschickt wurden. Bruder, was? Das bedeutet, dass Sandra andere Szenen gesehen hat, als die, die wir hier sehen. Bruder, das ist so fucked up. Das ist so fucked up. Es geht um Menschenleben und die wollen das Video nicht zeigen. Ey, Bruder, ich habe kurz Gänsehaut bekommen, ohne Spaß. Was glaubst du halt, warum? Was glaubst du halt, warum? Die einzige Option, ich sag jetzt nicht, dass die irgendwie dran schuld sind oder sonst was, nur es muss irgendeinen Grund geben dafür, warum die irgendwas verbergen wollen. Im Sinne von, yo, vielleicht haben die einen schlechten Umgang mit Lars gehabt oder vielleicht sieht man da irgendwas anderes auf den Videoaufnahmen oder sowas, was halt nicht korrekt ist oder was weiß ich was. Und im ersten Moment wird sie das vielleicht auch nicht so genoticed haben oder vielleicht erzählt sie jetzt, was sie ursprünglich gesehen hat auf dem Tape. Aber das ist ja sowas von, ey. Im Endeffekt sind das ja auch nur Menschen, die dort arbeiten und dann wissen die von dieser Story und entscheiden sich trotzdem dagegen, dieser Frau zu helfen, ihren Sohn zu finden und denken sich, naja, Hauptsache ich behalte meinen Job oder Hauptsache ich bringe mich nicht irgendwie in Gefahr oder sowas. Was kann da drauf sein auf den Videoaufnahmen, was man nicht zeigen möchte? For real. Sie beschreibt die Szenen, die sie am 27. Juli gesehen hat, wie folgt. Lars sprintet aus dem Flughafen, okay, aus der Tür, stoppt abrupt, fasst sich an die Gesäßtasche, Geldbörse da, Pass, orientiert sich nach rechts, links. Rechts liegt Varna, da wurde er geschlagen, also nach links. Dort sieht er auf gleicher Höhe, ca. 20 Meter entfernt, 2 Polizeiautos. Ein Stück weiter sieht er den Bushalteplatz und einen großen Sandberg, der von der letzten Sanierung des Flughafens übrig geblieben ist. Ein Parkplatz, dahinter ein Feld und noch weiter dahinter die Autobahn und ein niedriger Wald. Und dann ganz hinten Berge mit einigen Häusern an den Hängen. Er entscheidet sich für diese Richtung und geht langsam auf die Polizeiwagen zu. Ungefähr 5 Meter vor ihm geht er über die Straße und sucht hinter dem Bus, der gerade rückwärts langsam rausfährt, Sichtschutz und läuft mit ihm. Die Kameras sehen ihn nicht mehr, als der Bus vorwärts anfährt. Er rennt auf den Sandberg zu und verschwindet dahinter. Daraufhin klettert er angeblich über den 2,15 Meter hohen Zaun ins Feld und verschwindet. In dem Video, das Sandra gezeigt wurde, wirkt Lars also alles andere als verwirrt. Eher gefasst, als hätte er einen genauen Plan und verhält sich unauffällig, damit die Polizisten ihn nicht bemerken. Das Video, was wir sehen, bildet also nur einen Teilausschnitt dessen dar und lässt den eigentlichen Sachverhalt und Zustand Lars anders wirken, als er in der Realität war. Und deswegen kann man den Satz, ich weine nicht, obwohl ich Lars das letzte Mal sehe. Ich bin erleichtert, mein Gefühl sagt mir, mein Sohn weiß, was er da tut. Er bringt sich in Sicherheit. Nun besser verstehen.
Ey, das auf diesem Standbild hier sieht man, dass Lars sich etwas zu essen gekauft haben muss. Warum gibt es aber kein Video davon? Warum gibt es kein Video von der Ankunft am Flughafen? Und wie Lars auf die Toilette geht? So wenige Aufnahmen. Ja, okay, oder zumindest so eine Rechnung oder sowas. Die haben ja auch eine Buchhaltung, gerade am fucking Flughafen. Das ist ja nicht irgendeine Pommesbude irgendwo in St. Moritz oder sowas. Die haben ja auch eine Rechnung wahrscheinlich. Yo, er hat hier, ich weiß nicht, was ist, ein Apfel oder sowas. Gehen Sie mal alle Rechnungen durch, die Sie in der Früh oder ich weiß nicht, in der und der Zeit quasi da getätigt haben. Und dann kann man das zumindest ein bisschen besser eingrenzen. Die wissen, wann er am Flughafen ankommt. Oder beziehungsweise sie können nachvollziehen, wann er am Flughafen ankommt und sehen etwas, was sie nicht zeigen möchten. Dann hat er etwas zu essen in der Hand. Ey Bruder, ich habe auch die ganze Zeit gedacht, wenn er bei Arbeit zahlt, halt nicht so einfach. Naja, die haben ja trotzdem in der Kasse quasi, müssen sie das verrechnen. Ja. Obwohl es offensichtlich Unmengen an Material geben müsste. Selbst wenn es einen Totenwinkel am Sprechzimmer des Arztes gibt. Was hat das zu bedeuten? Nachdem Sandra Mittag das Video von Lars gezeigt wurde, wurde ihr die Bestandsliste der Adidas-Reisetasche ihres Sohnes ausgehändigt. Verstehe mich nicht falsch, die Mutter meinte gerade, er wirkt gefasst und weiß, was er da tut, da er sich in Sicherheit bringt. Bringt sie sich nicht in Gefahr, wenn sie nach ihm sucht? Ich glaube, das ist dir dann egal. Also das ist dir Retalk egal. Aber bei der Bar bezahlt, kannst du dich nachvollziehen, wer das war, dass er das war. Ja, das stimmt schon. Ja, ey, aber da kannst du zumindest eingrenzen, okay, keine Ahnung, der Shop hat um 15:07 Uhr hat er einen Verkauf getätigt und der nächste war eine Stunde später oder sowas, dann kannst du sagen, ja, okay, dann hat er da noch irgendwas gekauft und vielleicht sind dort irgendwelche, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, die werden eh alles durchgegangen sein. Ja, nee, also ich glaube, das Schlimmste an der ganzen Geschichte, also jetzt so für die Mom, weil wenn du meinst, so Josef bringt sich dann in Gefahr und sowas, ist nicht, oder was heißt ist nicht, ich kann das natürlich nicht einschätzen, aber ist nicht nur, dass sie, dass das alles passiert ist, sondern vor allem, dass sie halt nicht weiß, was genau passiert ist. Und wenn du dann noch mehr so diese Nicht-Kooperation, Unkooperation oder wie auch immer, von der anderen Seite halt bekommst, dann fragst du dich halt, da wirft es halt nur noch mehr Fragen auf. Bruder, da ist ein Mensch, der wird vermisst. Und du könntest eventuell irgendwas haben, was dabei helfen kann, das aufzuklären. Nimm mir einen Grund, warum du das nicht machen solltest. Einen guten Grund. Johnny 32000, danke dir. Ey, ganz kurz nur für euch zur Info. Ich poste jetzt gleich auf dem Hauptkanal ein neues Video und ich poste es nur auf Instagram, dass ich das gemacht habe. Also ich bin kurz eine Minute am Handy, aber ich höre weiterhin zu. Sie war zwar auf Bulgarisch geschrieben, aber Frau Mittag selbst kann Russisch, was dem Bulgarischen sehr ähnlich ist, weswegen sie das Zefzil 500 auf der Liste entdeckte. Es wird zweimal aufgelistet. Einmal mit 10 Tabletten und einmal mit 7 Tabletten. Denn weil einmal nur 7 Tabletten aufgelistet sind, kann man davon ausgehen, dass Lars 3 Tabletten des Zefzil 500 zu sich genommen hat. Es sind weitere alltägliche Dinge aufgelistet, wie Anziehsachen und so weiter, aber auch weitere Medikamente mit der entsprechenden Stückzahl und Tablettenpackungen. Lars hatte sich Tabletten aus Deutschland mitgenommen, um eine Reiseapotheke bei sich zu haben. Zwar wird Sandra die Liste nicht ausgehändigt, aber die Reisetasche. Sie verlassen den Flughafen und fahren direkt zur Polizei, um dort eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Dies dauert ungefähr 4 Stunden. Als Sandra später im Hotel ankommt, durchsucht sie die Tasche. Sie schreibt Folgendes: Abends im Hotel kontrolliere ich die Tasche und stelle fest, dass Lars wie immer sehr ordentlich war. Er hat alle Belege vom Hotel, der Apotheke und so weiter aufgehoben und in die Tasche in eine Folie gesteckt. Anhand der Belege, die ich alle chronologisch sortiert habe, kann man den genauen zeitlichen Ablauf seines Urlaubs nachvollziehen. Das Einzige, was fehlte, war das Zefzil. Die 2 Rechnungen des Zefzils von den 2 Apotheken waren auch dabei. Bei der 2. Rechnung war der Name des Medikaments nicht aufgeführt. Aber die Tabletten fehlten in der Reisetasche. Was? Was? Wie kann das sein? Wie kann eine Apotheke ein Medikament verkaufen, wo nicht draufsteht, yo, das ist Zefzil, sondern da steht einfach drauf, yo, Medikament 1, Medikament irgendwas. Was? Wie kann das halt Real Talk passieren?
Ich meine, vielleicht hat er ja, vielleicht hat er die, ja, safe, das habe ich auch, das habe ich auch gesehen. Vielleicht hat er ja die Rechnung in seiner Tasche, also einfach in seiner Hosentasche immer noch. Und damit ist er halt dann davongelaufen, so. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, das ist so heftig. Ey, ich habe, wie gesagt, ich kenne die Story, aber da sind so viele Details drin, von denen ich noch nichts gehört habe, die ich nicht wusste. Und ich dachte halt, for real, also so wie ich die Story kenne, ist halt original so, naja, okay, er hatte hier diese Schlägerei oder beziehungsweise er wurde halt attackiert und er hatte dann die ganze Zeit so dieses Trauma davon oder das hat halt irgendwas mit ihm ausgelöst und er ist dann in so ein Delirium gekommen, wo er gedacht hat, dass alle Menschen ihn verfolgen und dann ist er einfach abgehauen und das ist wahrscheinlich immer noch so ein großer Bestandteil davon oder halt mit dem Medikament gekoppelt oder so. Irgendwas wird passiert sein, was seine Wahrnehmung von der Welt ein bisschen amplifiziert hat, was ein bisschen mehr aus ihm rausgeholt hat quasi. Aber natürlich, ich glaube jetzt zum Beispiel, so wie das mit den vier Personen, die ihn verfolgt haben, es macht schon Sinn, dass sie ihn vielleicht einfach ausrauben wollten oder sowas. Weil wenn du um 2.30 Uhr da draußen herumspazierst, als jemand, der vielleicht auch noch deutsch aussieht oder sowas, dann bist du vielleicht eher mal Target von inländischen Verbrechern oder sowas, die dich halt einfach abziehen wollen, oder? Ganz einfach. Ja, genau, aber das mit der Flughafengeschichte, mit der wandelnden Story von dem Arzt und vor allem das mit den verborgenen quasi verborgenen Videomaterial vom Flughafen, das ist sowas von viel schlimmer, als man eigentlich denken könnte. Und das, obwohl sie auf der Liste des Flughafens aufgeführt wurden. Also machte sie sich am nächsten Tag nochmals mit dem Anwalt auf den Weg zum Flughafen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Sie fragt die Zuständigen, wo das Zeff-Ziel sei, da es auf der Liste stand, sich aber nicht in der Tasche befand. Der Mann, der ihnen den Tag zuvor die Liste aushändigte, wurde hereingebeten und brachte ihnen die Liste. Jedoch war es eine andere Liste, auf der das Zeff-Ziel nicht mehr aufgelistet war. Klassiker! Sandra schreibt, ich war entsetzt, der Anwalt auch. Dieser sagte, dass er bezeugen kann, dass die Tabletten den Tag zuvor aufgelistet waren. Kurz darauf wurde es entsetzlich laut. Ich rief lautstark, dass sie aufhören sollen und dass mich diese Tabletten nicht mehr interessieren. Ich wollte nur noch raus. Die Situation fühlte sich sehr ungemütlich und brenzlig an. Ich wollte nur noch weg. Ich dachte mir, hier stimmt einiges nicht. Vor allem, wenn du halt dann in der Situation drinnen bist und angenommen, die wollen irgendwas vertuschen, dann ist halt so, Bro, du hast keine Ahnung, was da abgeht, aber da sind mehrere Leute irgendwie involviert in eine Sache. Ey. Hier wird Theater gespielt. Einige Zeit später kündigte Sandra den Anwalt, weil dieser sich immer merkwürdiger verhielt und seltsame Äußerungen von sich gab, was Lars betraf. Jegliche Vermutung, die sie ihm unterbreitete, schlug er ab und zweifelte er an. Irgendwann sagte er, dass sie aufhören soll, nach ihrem Sohn zu suchen. Ja, wahrscheinlich! Wahrscheinlich, Bruder! Ja, wahrscheinlich! Ey... So, zack, gepostet. Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das ist. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich habe keine Kinder, ich habe keine, I don't know. Mir ist zum Glück ist mir noch nie sowas passiert, auch nur ansatzweise sowas auf die Art. Es ist noch nie jemand von meinem Umfeld oder sowas irgendwie verschwunden gewesen oder sowas. Aber wenn mir irgendjemand sagt, Bruder, hör auf, nach der Person zu suchen, glaubst du, ich werde das machen? Glaubst du, ich werde das machen? Geschmiert? Boah, ey. Ich habe null Ahnung und ich will niemandem irgendwas unterstellen. Aber warum soll... Wer sagt so... Imagine, du sagst einer Person ins Gesicht so, ja, ich weiß, dein Kind ist vermisst, aber hören Sie am besten auf, danach zu suchen. Bringt eh nichts. Wahrscheinlich bringt das eh nichts, oder? Wahrscheinlich bringt das nichts. Kontakte von ihm gaben ihm diesen gut gemeinten Rat. Zwar tauchten später die Blister vom Zeff-Ziel wieder auf. Anscheinend hat die Polizei von Warner die Medikamente einkassiert, ja, ja. Denn sie hingen an der Akte von Lars. Was aber blieb, war der bittere Beigeschmack. Und weitere Fragen taten sich auf. Es sah stark danach aus, als wollte jemand eine Suche nach Lars unterbinden. Aber warum nur? Ich weiß, es klingt fast verschwörungstheoretisch, aber die faktische Lage spricht größtenteils für solch eine in Anführungszeichen Verschwörung. Ja, du kannst warum sonst sollte annehmen. Der Arzt seine Aussagen ändern? Warum sonst sollten die Videoaufnahmen gekürzt worden sein?
Warum sonst wurde dem leitenden Ermittler ein Mann vorgesetzt, der ominöse Mann sein sollte, sich aber nichtmals in Bulgarien befunden hat zu dem Zeitpunkt? Genaueres dazu wird euch aber gleich der Privatdetektiv Ralf, der immer noch aktiv für Sandra arbeitet und schon oft in Bulgarien gewesen ist, erklären. Ey, Wahnsinn! By the way, ich muss dir ganz kurz pausieren und ein Like geben. Insolito. Das ist das beste, oder das, was heißt beste Video? Das ist ein bekanntestes Video, das rätselhafte Verschwinden von Lars Mittank. Ich würde euch, ey, falls ihr bis jetzt immer noch am Start seid, geht rüber zu Insolito, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Was für eine crazy Aufarbeitung. Crazy! Am Ende dieses Abschnittes möchte ich noch einen Denkanstoß geben. Das Auswärtige Amt veröffentlichte kurz nach Lars Verschwinden Folgendes. Okay. Vereinzelt wird von deutschen Ärzten auch über aufwendige und teure Fehldiagnosen und unnötige Behandlungen berichtet. Bei Nichtbezahlung wird mit Verhinderung der Ausreise und Passeinzug gedroht. In Einzelfällen werden Touristen durch Servicepersonal des Arztes oder zum Teil auch durch einzelne Hotelmitarbeiter bedrängt, die Rechnung zu begleichen. Und bei Ankunft in Deutschland sogar weiter mit Telefonanrufen belästigt. Wenn man sich jetzt nochmals die Aussage Lars ins Gedächtnis ruft, dass er sagt, dass sie ihn weder fliegen noch fahren lassen, bevor er zum Arzt rein ist, könnte man vielleicht hierzu eine Verbindung ziehen. Und es wirkt eher so, als wäre die Aussage aufgrund realer Bedenken und nicht Halluzinationen getätigt worden. Oh mein fucking Gott, okay, oh mein Gott, Bruder, das wird immer, okay, seine Kreditkarte war gesperrt. Er hat $500 hat er von seiner Mom, mein Mikrofon fliegt mir hier gleich raus, Alter. $500 hat er von seiner Mom oder Euro hat er von seiner Mom überwiesen bekommen, über Western Union oder wie auch immer. Er hatte jetzt bar oder er hat sie noch nicht bar, man weiß es nicht. Und sie sagen dir, yo, wir lassen dich nicht, angenommen, sie würden, okay, das würde aber einiges erklären, Bruder. Das würde aber einiges erklären. Das würde auch erklären, warum da ein fremder Mitarbeiter oder irgendeine fremde Person drinnen, also reingekommen ist, in das Arbeitszimmer vom Arzt. Weil angenommen, der geht da zum Arzt rein, sagt, yo, ich hab was, ich muss behandelt werden. Der behandelt ihn und sagt ihm, ja, jetzt begleichen Sie die Rechnung. Macht ihn vielleicht noch extra teurer oder sowas, weil er halt Ausländer ist und weil er das nicht weiß oder so. Zack, er sagt, ich kann es nicht bezahlen. Und man sagt dann, na gut, dann können Sie nicht gehen. Dann muss irgendwer dafür bezahlen. Er sagt, ich kann das nicht bezahlen, ich habe kein Geld. Und dann kommt jemand anders rein, mit Militärkleidung, war das nicht ursprünglich, oder mit Camouflage oder sowas, war das nicht ursprünglich die Aussage? Und sagt Lars, yo, ich bin hier, um dafür zu sorgen, dass du bezahlst. Dann läuft er raus, weil er weiß halt nicht, was er machen soll, und du kannst ja nicht in dem Moment deine Sachen kurz nehmen. Ich suche kurz nach meiner Geldbörse und sowas, ich schaue mir meine Sachen durch und sowas. Sondern er sprintet einfach raus, und die Version, wo er raussprintet, wird gekürzt, weil, ich weiß nicht, hat ihn irgendwer verfolgt? Bruder, das ist, by the way, reinste Spekulation und ich weiß es nicht. Das ist original das, was ich hier aus dem Video ziehe, was ich bei Insolito sehe, von den ersten 30 Minuten. Das wäre für mich ein Grund, der nachvollziehbar wäre, warum man eine gekürzte Version von einem Video übermittelt bekommt, weil man in der kompletten Version vielleicht jemand anders sieht, der Lars auch verfolgt. Und deswegen hat er sich vor den Polizeiautos versteckt. Weil er sich denkt, ey, die haben wahrscheinlich erstmal die Polizei gerufen, weil ich habe meine Arztrechnung nicht beglichen. Verschwörungstheorie. Ich weiß nicht, was passiert ist. Denn warum sonst sollte das Auswärtige Amt 2 Monate nach Lars Verschwinden solch ein Statement publizieren? Der gesundheitliche Zustand von Lars. Es gibt mehrere Theorien zu Lars gesundheitlichen Zustand. Aber bevor wir auf diese eingehen, sollten wir kurz klären, was es mit dem Antibiotikum Cefzil 500 auf sich hat. Ja. Erst einmal ist Cefzil ein Antibiotikum mit dem Wirkstoff Cefprozil, welches zwar öfter in Bulgarien, aber nicht in Deutschland verschrieben wird. Da es ein stark... Es erklärt aber nicht das komische Verhalten des Anwalts. Ja, ey. Naja, wenn du dann einfach sagst, naja, hör auf, nach dem zu suchen, der wird einfach verrückt sein und der wird einfach weggelaufen sein und sowas, I don't know. Das Antibiotikum mit vergleichsweise vielen Nebenwirkungen ist. Die Frage lautet für Lars zwar, was ist Cefzil 500? Für uns lautet sie aber,
Was hat dieses Zefzil 500 mit ihm gemacht? Kam es zu Neben- oder vielleicht sogar Wechselwirkungen? Und wenn ja, wie äußerten sich diese? Wurde er panisch? Entwickelte er eine drogeninduzierte Psychose und Halluzination? Es gibt Studien, die besagen, dass Zefzil tatsächlich diese Nebenwirkungen haben kann. Wenn auch sehr unwahrscheinlich. Ärzte in Bulgarien äußerten natürlich kein Bedenken, ob sie sich vorstellen können, dass das Verhalten Lars durch das Medikament ausgelöst wurde. Was ist das für ein dicker Laptop? Gottes Willen, Alter. Da kannst 14 Streams gleichzeitig am Laufen haben. Deutsche Ärzte hingegen sagten, dass Zefzil bzw. der Wirkstoff Cefprozil gerade in der Dosis bedenklich ist. Die Apothekerin Rada Pechlivanova vom Bulgarischen Apothekerverband unterstützte die Aussagen der deutschen Ärzte, indem sie sagte, Zitat, zwischen dem Antibiotikum und dem auffallenden Verhalten des Patienten könnte ein Zusammenhang bestehen. Wir sprechen aber von einer sehr seltenen Nebenwirkung, die davon abhängt, ob er zum Beispiel ein anderes Medikament eingenommen oder Alkohol getrunken hat. Das wäre plausibel. Bei Lars Fall kann es also sein, dass das Zefzil 500 noch stärker gewirkt hat als eh schon und die Wahrscheinlichkeit der Nebenwirkungen sich erhöht hat. Also es kann sein, dass er halluziniert hat. Und da eine Person, die halluziniert oder eine Panikattacke hat, die Gefühle und Angst nicht von echter Angst unterscheiden kann, einfach weil die Situation für sie subjektiv real ist, ist das Verhalten Lars Mittags, wenn man es aus seiner Sicht gesehen hätte, nachvollziehbar. Man muss aber auch betonen, dass er wahrscheinlich nur 3 Tabletten des Zefzils genommen hat. Schizophrenie, nicht definierbare psychische Krankheit. Oh, schön viel Kräuseln, damit das Bild. Die kritische Altersgruppe bei Männern liegt im Alter zwischen 16 und 30 Jahren. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit in diesem Alter am höchsten ist, eine Schizophrenie zu entwickeln. Natürlich trifft das nicht auf alle Männer zu, sondern meistens auf Männer, die eine Veranlagung dafür haben. Also wie gesagt, egal was hier passiert ist, ich glaube, dass die Ursache für all das, was passiert ist, ist wahrscheinlich eine richtig, richtig miese Kombination aus allen möglichen Faktoren, die da reingespielt haben. Also wahrscheinlich ist ohne diesen Zefzil wäre das anders gelaufen, ohne diese Begegnung mit den Männern, die in der Bar, die dann eventuell wen angeheuert haben und sowas, wäre das anders gekommen und sowas. Vor allem das Interessante ist ja, irgendwo da draußen gibt es wahrscheinlich jetzt gerade, Bruder, das war 2014, überleg dir mal, es ist 2024, das ist gerade mal 10 Jahre her, irgendwo da draußen gibt es jetzt gerade irgendwelche Leute, wahrscheinlich in Deutschland, weil waren wahrscheinlich Deutsche, Bayern-Fans, die das damals gemacht haben, die damals dann zu irgendwem gegangen sind und, also potenziell gegangen sind und wen angeheuert haben, dass der halt Lars Mittank dann schlägt. Und wenn die halt damals dann auch so ungefähr so in dem Alter gewesen sind, waren die vielleicht so, weiß nicht, 27, 28, dann sind die jetzt noch nicht mal 40, laufen gerade irgendwo in Bayern herum und wissen halt zum Teil, was passiert ist. Und wissen halt zum Teil so, yo, wir haben das gemacht damals. Aber natürlich werden die sich halt nicht stellen und dann sagen so, yo, wir haben das gemacht, weil dann werden die im Endeffekt noch mit irgendwas angeklagt. Irgendwas, was mehr ist als nur yo, wir haben dem eine aufs Maul gegeben. Weißt du, was ich meine? Mit Veranlagung ist erbliches DNA gut gemeint. In meiner Recherche konnte ich keinen Hinweis darauf finden, dass die Familie Mittank unter psychischen Erkrankungen leidet oder litt, weswegen ich diesen Aspekt für unwahrscheinlich halte. Okay. Bevor ich weiterrede, möchte ich betonen, dass das hier natürlich nur Spekulationen sind und es immer schwierig ist, etwas küchenpsychologisch zu bewerten. Ich kann nur von Erfahrungen meines näheren Umfelds berichten, dass es möglich ist, durch ein stressiges Leben und andere Faktoren, die dies begünstigen, eine psychische Krankheit zu entwickeln. Lars war gestresst und nicht in der besten psychischen Verfassung. Dann flogen auch seine Freunde zurück nach Deutschland und er war allein in einem fremden Land. Als wäre das noch nicht genug, folgte eine Verkettung von Ereignissen, mit denen er nicht gerechnet hat und die ihn kalt erwischten. Er dachte, er würde stationär aufgenommen und zurück nach Deutschland transportiert werden. Vor allem auch die Vorwürfe, die du dir machst als Freund. So, du kannst ja. Er hat ja gesagt, die haben ihm ja, wenn ich mich richtig erinnere, haben sie ihm sogar angeboten,
dass sie bei ihm bleiben. Ich weiß nicht, ob alle oder nur ein paar oder wie auch immer, aber zumindest einer hat ihm angeboten, yo, ich bleib bei dir hier in Bulgarien, das ist überhaupt kein Thema und sowas, ich nehme einfach länger Urlaub. Und der so, nee, nee, ist kein Thema, bitte flieg nach Hause, ich mach das schon. Und dann ist halt so, ja, wenn dein Kollege zu dir sagt, yo, ich gehe halt, also ich chill hier noch ganz kurz in einem Hotel und sowas, paar Tage und dann fliege ich halt heim und sowas, dann ist es so, ja, okay, dann ist es halt so. Und da machst du dir wahrscheinlich auch Ewigkeiten Vorwürfe, so, weil wenn du dann einfach bei ihm geblieben wärst, dann wäre das ja nicht passiert. Über seine Aber das kannst, das darfst du ja auch einfach nicht so sehen, ne? Eine Auslandskrankenversicherung. Aber wie wir wissen, stellte sich auch diese Annahme als falsch heraus. Lars musste. Hätte er keinen Schlag auf den Kopf bekommen, wäre es okay, dass sie gehen, aber der Dude hat eine auf die Birne bekommen. Ja, aber wie gesagt, er hat ja einen Trommelfellriss oder sowas. Also die sind ja, der ist ja auch mit ihm zum Arzt gefahren und sowas. Die haben sich ja um ihn gekümmert und er hat dann gesagt: So, ja, sie haben einen Trommelfellriss, aber sie dürfen halt jetzt gerade nicht fliegen, warten ein paar Tage und dann geht das wieder. Und dann hat der Lars ihnen gesagt, yo, bitte fliegt nach Hause, ich mach das schon alleine, bitte macht euch nicht die Umstände und sowas, um zu dingsen. Und ich verstehe, wenn du sagst so, yo, dann müssen sie bei ihm bleiben und sowas, aber wahrscheinlich war das in der Situation einfach so, yo, ist kein Thema, ich nehme da ein Hotel hinten und passt schon und sowas. Ich wäre auch eine Person, ich würde auch den anderen Leuten dann sagen so, ja, ihr fliegt heim, ich mache mir hier noch Extended Urlaub alone und ich werde hier bisschen was tschechern am Strand und das ist ganz chillig und sowas. Du gehst ja nicht von irgendeiner Gefahr aus oder sowas, ne? Musste sich ein neues Hotel suchen. Und darauf folgte noch eine panische Episode, in der er dachte, verfolgt zu werden oder vielleicht wirklich verfolgt wurde. Was wahrscheinlich eine Angst in ihm auslöste, die einer Todesangst gleichkommt. Vielleicht hat diese Verkettung dafür gesorgt, dass eine psychotische Episode ausbrach, sei es eine Psychose oder Schizophrenie. Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Wikipedia-Artikel zur Schizophrenie. Im akuten Krankheitsstadium treten bei schizophrenen Menschen eine Vielzahl von charakteristischen Störungen auf, die fast alle Bereiche des inneren Erlebens und Verhaltens betreffen. Die Wahrnehmung, Denken, Gefühls- und Gemütsleben, Willensbildung, Psychomotorik und Antrieb. Häufig werden nicht wirklich vorhandene Stimmen gehört. Es kann der Wahn vorkommen, verfolgt, ausspioniert oder kontrolliert zu werden. Weiter kann das Gefühl auftreten, fremdgesteuert zu werden. Zum Beispiel durch Gedankenentzug oder Gedankeneingebung. Anhaltende Halluzinationen jeder Sinnesmodalität sind möglich. Auch sozialer Rückzug, Antriebslosigkeit, mangelnde Motivation, emotionale Verflachung und Freudlosigkeit werden nicht selten beobachtet. Ich kenne niemanden, der schizophren ist oder solche Züge hat, zumindest nicht, dass ich wüsste. Die einzige Story, von der ich wirklich so mitbekommen habe, war ja Miguel Pablo, der dann auch Videos gepostet hat und sowas, während er in der Klinik war, wo er davon geredet hat, dass er, dass irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, dass sein Management oder sowas versucht, ihm all sein Geld wegzunehmen oder andere Leute versuchen, ihm sein Geld wegzunehmen und versuchen, ihn zu schaden und sowas. Und dann hat er diese Videos wieder gelöscht oder andere Leute haben diese Videos wieder gelöscht, weil sie halt wissen so, yo, das ist Bullshit und sowas. Und das ist ja auch irgendwo, du kannst dich nicht öffentlich hinstellen und kannst es halt behaupten und sowas, wenn du halt keine Beweise dafür hast. Nur er hat sich halt wirklich eingebildet, dass er Beweise dafür hat. Und der war / ist ja immer noch in Behandlung und hat dann auch mal ein Video gemacht, wo er gesagt hat so, yo, ich war da komplett nicht mehr bei mir und sowas und ich habe nicht mehr gewusst, wo oben und unten ist und sowas. Und das ist ganz, ganz schlimm, Alter. Ganz, ganz schlimm. Also Real Talk, wenn der Gehirn dir irgendetwas sagt, wenn der Gehirn dir sagt, Bruder, du kannst fliegen, da gibt's ja Leute, gut, das hat dann auch was mit Substanzenkonsum und sowas zu tun, aber da gibt's ja wirklich Leute, die denken dann, sie können fliegen und dann springen sie aus dem Fenster. Das ist unvorstellbar. Ich möchte ja auch nicht weiter spekulieren, aber was diese Theorie einer psychischen Erkrankung wahrscheinlicher macht, ist die Einnahme des Zefzils. Allerdings ist fest davon auszugehen, dass Lars nur 3-4 Tabletten des Zefzils eingenommen hat. Und hier muss die Frage gestellt werden, ob diese wirklich eine solch große Auswirkung gehabt haben können. Und auch mit diesem Erklärungsansatz bleiben die bereits gestellten Fragen offen. Aber man weiß ja auch nicht, wann er sie eingenommen hat. Was ist, wenn er alle drei auf einmal eingenommen hat? Weil er irgendwie vergessen hat, das zu nehmen oder sowas. Und dann hat er sich gedacht, ah, Blödsinn, ich muss ja 3 Tabletten nehmen oder so. Ich weiß nicht. Dann hast du ja quasi die dreifache Wirkung. Das ist ja dann auch nicht so gut. In solch einem Zustand hat man des Öfteren klare Momente oder weiß zumindest, woher man kommt, erinnert sich teilweise an seine Vergangenheit. Warum sollte er sich also bei niemandem gemeldet haben?
Kopfverletzung, Trommelfellriss. Ganz kurz, ey, sorry, abgesehen davon, ich habe gerade eben mein Video gepostet und das Video geht so um, wie heißt das, nutzen die deutsche YouTuber ein Kind aus oder sowas und Torben Platz, was hat der Trottel geschrieben? Selbstexperiment, ich habe ein Kind genutzt, monetarisiert und so viel Euro verdient. Bruder, der Typ ist so ein Trottel. So ein Trottel, Alter. Schaut da Torben Platzer. Die letzte wahrscheinliche Theorie ist die, dass Lars durch den Schlag auf sein Ohr beziehungsweise auf den Kopf nicht nur einen Trommelfellriss erlitt, sondern auch eine schwere Kopfverletzung. Angepinnt. Denn je nachdem, welche Areale des Gehirns durch solch einen Schlag getroffen werden, kann es zu Charakterveränderungen, Panik und den Symptomen kommen, die auch bei einer Psychose akut sind. Vielleicht erlitt Lars wirklich eine retrograde Amnesie, wie der Privatdetektiv vermutet, die durch ein Aneurysma ausgelöst wurde und immer wieder wird. Denn die Theorie des Privatdetektivs, den ihr gleich hören werdet, ist die, dass das Aneurysma, wenn es anschwillt, immer wieder auf die Gehirnareale drückt, die für Erinnerungen zuständig sind, weswegen er vergessen hat, wo er herkommt. Okay, ganz kurz. Ich weiß nicht, woher du das hast, Tobi Peters, aber ich lese das einfach mal so vor, wie du das geschrieben hast. Die Mutter des Vermissten vermutet Lars Mittank bereits seit geraumer Zeit zurück in Deutschland. Nach den Aussagen eines LKW-Fahrers, der einen Mann aus Bulgarien mit nach Berlin genommen habe, könnte Lars tatsächlich zurück in seiner Heimat sein. Sandra, warte mal, ich muss kurz raufscrollen. Sandra Mittank äußerte im Gespräch mit einem Magazin, siehe Update von 18. Juli, dass ihr Sohn durch das im Urlaub verabreichte Medikament an einer Psychose erkrankt sei und seitdem nicht mehr weiß, wer er ist. Wow. So steht das auch auf Wikipedia. Nee, wurde schon widerlegt. Also, angenommen, das würde passieren. Okay, angenommen, das wäre... Ich weiß nicht, ob das widerlegt wurde oder nicht, aber angenommen, das würde passieren. Der Fall Lars Mittank ist ja extrem prominent. Und das war 2014. Und wenn du wieder in Deutschland bist... Warum sollte er überhaupt wissen, dass er... Ja, okay, weil er Deutsch spricht wahrscheinlich immer noch, ne? Wenn du immer noch so ähnlich aussiehst wie damals, selbst wenn du deine komplette Frisur und sowas halt änderst, das Gesicht, die Struktur von deinem Gesicht und sowas, die Augen und alles, das wird ja wieder erkannt. Und du kannst nicht einfach zurück nach Deutschland kommen und dann sagen so, yo, ich bin... Ich weiß nicht genau, wer ich bin, aber ich bin irgendjemand. Weiß nicht, kriegt er dann Asyl? Wo fängt er dann wieder an zu arbeiten? Wo kriegst du deinen Reisepass und sowas? Ja, du musst ja den Leuten erklären, dass du nicht wirklich weißt, wer du bist. Und irgendwer wird dich dann erkennen, oder nicht? Ja. Tot oder in einem ganz anderen Land. Er war bei Dr. Kiel. Aber genaueres dazu wird euch der Privatdetektiv gleich erzählen. Okay. Wahrscheinlich ist es nichts Spezifisches von all dem, sondern eine Aneinanderreihung von Verkettungen und Umständen. Was genau spielt eigentlich auch keine Rolle. Deswegen möchte ich keine weiteren Spekulationen zu Lars Gesundheitszustand äußern. Wir wissen nur, dass Lars wahrscheinlich verwirrt ist und nicht mehr weiß, woher er kommt. Er wird verängstigt und sozial isoliert sein und sich nur schwierig verständigen können. Seine Mutter sagt, er hat sein Urvertrauen zu den Menschen verloren und traut sich keine Hilfe mehr zu holen, weil er anscheinend viele schlechte Erfahrungen gemacht hat und sein Vertrauen oft gebrochen wurde. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, warum trotzdem noch Hoffnung besteht. Dies habe ich zwar schon im zweiten Teil beschrieben, aber weil dies ein alleinstehendes Video sein soll, fasse ich es noch einmal kurz zusammen. Ja, also es ist plausibler, als ich mir zuerst gedacht habe, weil theoretisch, wenn er hat ja nicht mehr seinen Reisepass und gar nichts. Er weiß überhaupt nicht, wer die Person halt Lars Mittank ist, dann würde er einfach nur wissen, okay, ich spreche Deutsch und ich fühle mich hier in Bulgarien nicht sicher. Warum, weiß er wahrscheinlich nicht. Und dann wird er vielleicht wen gefunden haben, vielleicht ist er dann eben so, hat sie nicht was gesagt von einer Autobahn? Ist da nicht eine Autobahn in der Nähe oder so? Und dann hat er wahrscheinlich so, oder hat er vielleicht jemanden angesprochen, gesagt so, yo, weiß nicht, können Sie mich bitte nach Deutschland bringen oder sonst was? Und der hat ihn dann mitgenommen, zumindest so ein Stück, der ist dann einfach so zurückgetrampt. Und wenn er jetzt wirklich so auf der Straße lebt, stell dir das mal vor. Also stell dir mal vor, dass es wirklich passiert. Und es könnte wirklich passiert sein. Die Facebook-Seite Findet Lars Mittank erhielt viele Hinweise.
auch in Form von Fotos, und immer wieder gingen sie auf die verschiedenen Bilder öffentlich ein. Nur um zu sagen, dass es sich bei den Bildern nicht um Lars handelt. Aber Sandra Mitzang und ihr Ermittlerteam ließen sich nie unterkriegen und wandelten jeden Anflug von Resignation in Energie um und nutzten ihre Rolle als Anlaufstelle für allerlei Hinweise dafür, die Person auf den Bildern mithilfe ihres Netzwerkes zu identifizieren oder zumindest mit ihnen zu sprechen. Über den Zeitraum von 5 Jahren konnten sie 15 Deutsche in ganz Europa finden, die einfach spurlos verschwunden sind, aber noch am Leben waren und mit einem Fingerschnipsen nach Hause hätten kommen können. Das Traurige ist nur, dass keiner von ihnen nach Hause wollte. Jeder ist freiwillig spurlos verschwunden. Jeder von ihnen wollte sein altes Leben hinter sich lassen und einsam auf den Straßen Europas leben. 2016 gab es einen weiteren, aber diesmal vielversprechenden Hinweis, der aber nicht aus Bulgarien oder Europa kam, sondern aus Brasilien. Der Mann auf dem Bild, welches Sandra zugeschickt wurde, wies große Ähnlichkeit mit ihrem Sohn auf. Also Real Talk, das sieht sehr ähnlich aus wie er. Sie kontaktierte die brasilianische Polizei, um weitere Informationen zu dem Mann zu bekommen. Nach ungeduldigen, hoffnungsvollen Tagen wurde sie aber ein weiteres Mal enttäuscht. Der Mann sagte, er sei Kanadier. Auch die Augenfarbe und die Blutgruppe stimmten nicht mit denen von Lars überein. Okay. Aber diese Sichtung ist die Sichtung, die Sandra am meisten Hoffnung gab. Denn der Kanadier namens Anton Pilipa verließ seinen Heimatsort Scarborough 2012, nachdem er wegen versuchten Raubes gesucht wurde. Und Anton Pilipa schaffte es 4 Jahre ohne Ausweisdokumente und ein Dach über dem Kopf und ohne die Sprachen der verschiedenen Länder, durch die er reiste, zu beherrschen, zu überleben. Ich glaube schon, dass es möglich ist. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es in, also ich sage jetzt mal, in Brasilien schwieriger sein würde, als jetzt zum Beispiel von Kanada so über die USA, gut, dann vielleicht außenrum oder sowas, zu überleben. Ich glaube, es ist einfacher zum Beispiel so in Tschechien zu überleben, als in Mexiko. Also auf der Straße jetzt so von quasi auf andere Menschen angewiesen und so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht ist es auch kompletter Blödsinn. Ja, ey, upsie. So, aber ja, aber er sieht wirklich sehr ähnlich aus. Er reiste über 10.500 Kilometer, barfuß, per Anhalter, heimlich auf der Ladefläche von Trucks. Alles, während er unter Schizophrenie litt. Und wer weiß, durch die Jetzt theoretisch, vielleicht möchte Lars Mitzang auch gar nicht gefunden werden. Ich meine, das ist jetzt nochmal, das ist eine komplett wilde Spekulation. Ich glaube auch nicht, dass es der Wahrheit entsprechen würde. Aber angenommen, da wurde irgendwas vertuscht oder sowas und er wurde bedroht oder keine Ahnung was, dann, ich weiß es nicht, Bruder. Es ist aber auf jeden Fall möglich. Es ist auf jeden Fall möglich, über mehrere Jahre unentdeckt zu bleiben. Weißt du, wie viele Leute es gibt, die undercover waren oder immer noch sind. Vor allem, wenn du dann im Ausland bist, dann ist ja noch einfacher, undercover zu bleiben, weil halt die Leute, ja gut, wobei halt Lars Mitzang ist dann doch auch ein internationales, internationale Aufmerksamkeit genossen. Ne? Aber wenn jetzt einfach nur unter Anführungszeichen in lokalen Nachrichten und sowas halt bist, dann bist du schon allein am anderen Ende des Landes, bist du schon nicht mehr bekannt. Ich habe nicht immer noch was, dass wenig Essen am Anfang mit dem einen zu tun haben soll. Ja, die Leute, die vermuten dann von Anfang an, dass er irgendwie verschwinden wollte oder sowas wahrscheinlich. Aber halt, wie gesagt, Bruder, wenn ich im Urlaub bin, irgendwo in einem Land, wo es 40 Grad hat, dann esse ich auch nicht viel. Da gehe ich halt einmal am Abend groß essen und in der Früh halt ein bisschen was. Aber mehr habe ich dann auch keinen Bock. Ermittlungen Sandras und der Privatermittler wurde er von seinem Bruder abgeholt und wieder mit seiner Familie zusammengeführt. Ich habe versucht, alles nochmals in ein Video zu packen und dieses Video soll eine Zusammenfassung des Falles sein, die so präzise wie möglich die Umstände erklärt und geteilt werden kann, um sich einen Überblick zum Fall zu schaffen. Aber safe, wenn du wenig isst, könnten die Medis auch stärker wirken. Ja, wahrscheinlich wenig Essen, Medikamente plus Alkohol, das ist dann eh schon eine nicht gute Mischung. Des Weiteren wurden Fehler korrigiert, die ich in den ersten 2 Teilen verbreitet habe. Ach so, es gab ich sage immer, dass ich jegliche konstruktive Kritik annehme und Fehler immer korrigiere. Und genau das wollte ich mit diesem Video machen.
Der Fall von Lars ist so mysteriös und rätselhaft, dass sich viele Verschwörungstheorien und Spekulationen aufgetan haben. Sogar Anschuldigungen gegen Sandra, dass sie zu wenig getan habe und sogar, dass sie selbst mit in dem Fall verstrickt ist. Ja, ja, ja. Ja, also die Leute, die haben null Ahnung. Ich sag dir ehrlich, die Leute... Schau, ich find's auch interessant und ich find's wirklich extrem interessant. Also das Video ist wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und ich gehe da auch Szenarien in meinem Kopf durch, okay, keine Ahnung, vielleicht wurde er bedroht und er will selber nicht gefunden werden oder was ist, wenn der Arzt irgendwie involviert ist und dies und das und jenes, aber alles in allem, Bruder, ich würde mich niemals hinstellen, würde dann sagen, ja, erstens, die Mama hat zu wenig gemacht, wahrscheinlich hat die Mama zu wenig gemacht, Bruder hat die ganzen Tage mit ihm telefoniert, jedes Mal hat sie ihn angerufen oder sie hat jetzt sogar daran gedacht, so während er quasi verfolgt wurde in der Nacht, dass sie ihn nicht anruft, sondern dass sie ihm eine SMS schreibt oder wartet oder sowas, bis er sie anruft. Sie hat ihm Bus gebucht, sie hat ihm einen Flug gebucht, ohne dass sie irgendeine Ahnung hatte oder sowas. Einfach nur damit es ihm halt gut geht und dass sie dann auch noch involviert ist, Bruder, wie kann man so fucking dumm sein? Nicht nur dumm, sondern auch respektlos. Mit diesem Video und den Fragen, die Sandra mir per E-Mail beantwortet hat, Wahrscheinlich reached sie dann auch zu anderen YouTubern, sie geht zu Aktenzeichen XY, sie geht da überall hin, überall wird sie hingehen, in der Hoffnung, dass wahrscheinlich irgendjemand draufkommt, dass sie involviert ist, oder? Wollen wir diese Anschuldigungen und Spekulationen zum Stillschweigen bringen, weswegen sie auf einige Fragen eingehen wird, die in Foren und unter Videos heiß diskutiert werden. Aber bevor wir dazu kommen, beginnen wir mit dem Interview des Privatdetektivs. Safe, gute Idee. Boah, da kräuselt sich das Bild, oder? Uns zugeschaltet ist jetzt Rainer, einer der Privatdetektive, die noch aktiv für Sandra Mitzank arbeiten. Erst einmal danke, dass du dir die Zeit hierfür nimmst. Hi Rainer. Kein Problem. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und ich selber möchte gar nicht viel reden, sondern einfach dir diese Fläche hier bieten, um einmal einige Fragen zu beantworten, die vielen Usern und Hobby- und Internetdetektiven auf dem Herzen liegen. Ja, ich würde sagen, da reden wir gar nicht groß drum herum, sondern fangen einfach mal direkt an. Welche Ermittlungen habt ihr unternommen? Im Fall Lars Mitzank haben wir meiner Meinung nach alles nur erdenkliche Mögliche unternommen. Wir haben das gesamte Gebiet um den Flughafen drumherum in alle Himmelsrichtungen weiträumig zu Fuß mit dem Flugzeug und mit einer Drohne mit Wärmebildkamera komplett abgesucht. Wir haben knapp über 100 Leute zusammengetrommelt, die ähnlich wie eine Hundertschaft bei der Polizei dieses Gelände Stück für Stück für Stück durchstreift haben, immer miteinander in Kontakt gestanden haben, um dann wirklich zu klären, ist da irgendwo im Waldgebiet auch eine selbstgebaute Hütte, eine Erdhöhle, wo man sich drin verkriechen kann und so weiter. Wir haben einen Hund dazu geholt, der Spuren des Menschen aufnimmt und dieser hat an einer Jacke von Lars gerochen und hat daraufhin auch die Suche aufgenommen. Er hat auch Spuren gefunden, so wie man es dann deutet. Er hat dann seine Richtung angegeben, ist der Richtung auch gefolgt, aber diese Spur ist dort an einem gewissen Punkt einfach abgebrochen. Es wurden von uns Lautsprecherdurchsagen in diesem Waldgebiet ausgestrahlt. Wir haben auf, so blöd es klingt, eigene Art und Weise eine Soundanlage in ein Auto gebaut, haben uns Lautsprecher außen an das Auto angebracht und sind mit einer Durchsage von Sandra Mitzank durch diesen Wald gefahren, über die Hauptstraßen, über die Schleichwege und haben sie dort nach Lars rufen lassen. Dass Lars doch. Da muss doch erstmal auf die Ideen kommen, ne? Bitte an die Straße kommen möchte. Dass er einfach vielleicht auch, selbst wenn er sich nicht mehr erinnern kann, sich an diese Stimme zurückerinnert. Dass ihm diese Stimme bekannt vorkommt oder dass ihm diese Stimme vielleicht sogar magnetisch anzieht und er ihr entgegenläuft. Das sind nur wenige Punkte, die wir gemacht haben. Und mittlerweile muss ich auch ganz ehrlich sagen, fallen uns immer mehr neue Dinge ein, die wir machen, wo wir eine Idee kriegen, wo wir die Umsetzung planen und diese dann auch tatsächlich umsetzen. Selbst bei mir, der jetzt 6 Jahre in diesem Fall aktiv ist, ist es so, dass ich Tag und Nacht, wenn ich am Arbeiten bin, wenn ich privat unterwegs bin, alle Eindrücke, die mir in den Kopf kommen, alle Ideen, die mir kommen, dann im Nachhinein mit Sandra bespreche
Und die Frage, was denkst du, ist das eine Möglichkeit, wie wir es machen könnten? Wie wir das glaube ich aber auch, das ist ja nichts, Bruder, klar bist du halt beruflich Privatermittler und sowas, aber trotzdem denkst du dir dann so, wenn du am Abend im Bett liegst, so, yo, kann man nicht irgendwas anderes Neues versuchen und dann fällt dir was ein und dann denkst du da nochmal mehr drüber nach. Das ist halt einfach, boah, das muss ja auch selber, also auch mal an den Privatdetektiv muss das ja auch ewig ziehen, Alter, wenn du alles Mögliche durchprobierst und einfach nichts fruchtet. Vor allem, wenn du halt nicht mal quasi, selbst wenn Lars Mittank nicht mehr am Leben wäre, dann wäre das wenigstens ein Abschluss, dass du sagen kannst, okay, wir haben versucht, ihn lebendig zu finden, aber das hat nichts gebracht. Dann wissen wir jetzt wenigstens, okay, wir suchen jetzt nicht mehr, sondern wir können vielleicht anhand von ihm jetzt noch versuchen herauszufinden, was mit ihm passiert ist oder quasi wo er sich aufgehalten hat oder ob irgendwer anderer da im Spiel war oder sowas. Einfach nur, um irgendeine Art von Ende da zu finden. Weil, ganz ehrlich, also ich würde es genauso machen wie die Mom. Ich würde einfach ewig weitermachen. Mir wäre das egal. Du kannst ja auch nichts anderes machen. Ne? Du kannst ja auch nichts anderes machen. Einen Schritt weitergehen können. Da gibt's Leute, ja, wahrscheinlich, hör auf, es bringt eh nichts. Oder ja, wahrscheinlich die Mom hat zu wenig gemacht oder sowas. Genau. Ich halte mit Sandra wirklich täglich Kontakt, um auch wirklich zu gucken, dass es, wenn es Erneuerungen gibt oder wenn es neue Ansätze gibt, dass wir die auch sofort besprechen, ohne dass in irgendeiner Art und Weise viel Zeit vergeht, dass man direkt drauf eingeht und vielleicht auch innerhalb der nächsten 24 Stunden sofort tätig wird und diese Idee dann umsetzt. Kannst du vielleicht nochmal genauer auch erzählen, wie das mit denen, also du hast im Vorgespräch erzählt, dass die Plakate, die ihr anfangs aufgehangen habt in Warna selbst, dass die auch abgehangen wurden. Warum wurden die abgehangen? Also die ersten Plakate, die jemals gedruckt wurden für die Suche nach Lars, ähnelten sehr den Sterbeanzeigen, die Bulgaren aufhängen, wenn jemand gestorben ist im Dorf. Mhm. Daraufhin haben wir unsere Plakate abgeändert und angepasst. Und diese Anpassung haben wir dann dort an Bäume gepinnt, an Laternen, an Häuser, wenn es möglich war. Und im Nachhinein wurden wir angesprochen von der Polizei und von der Stadt Warna, dass wir doch bitte diese Dinger sofort abhängen sollen, weil wir sonst eine Anzeige bekommen aufgrund der Umweltverschmutzung. Bist du deppert, Alter? Bist du deppert? Plakate. Mal ein Stück Papier. Ja. Ja, aber ich sag da ganz ehrlich, da ist halt die Umweltverschmutzung ist auch einfach ein riesiger Faktor. Also klar wird da ein Mensch vermisst und sowas, aber halt, ja, die Umwelt und sowas. Die vier Bäume. Pickst ein Stück Baum an einen anderen Stück Baum, ja, da ist natürlich Bulgariens, die Plakate, die Umweltverschmutzung. Ja, das sowieso. Und dann konnten wir nur noch andere. Ich verstehe, dass du es nicht übertreiben kannst, dass du nicht auf jedem Baum im ganzen Wald ein laminiertes Plakat kleben kannst oder sowas und überall alles zupflastern kannst, aber das haben die wahrscheinlich auch nicht gemacht, sondern die werden das hier und da mal aufgehangen haben. Wege suchen und durften nicht mehr öffentlich plakatieren, ja, und sind dann auf Geschichten gegangen wie Werbung in Taxen, weil jedes Taxi in Bulgarien hat ein Tablet drin, worüber sie navigieren, worüber sie ihr Taxometer laufen lassen. Und dort sind wir dann beigegangen und haben dort Werbung geschaltet mit einem Flyer auf Bulgarisch für die Suche nach Lars. Wir haben alle TV-Sender, die in irgendeiner Art und Weise Interesse hatten, bedient. Wir haben jeden Fernsehsender, jeden Radiosender bedient. Wir sind selbst hingefahren, haben die angesprochen, wenn kein Interesse bestand, dann konnte man da nicht viel daran ändern. Wir haben jede Zeitung, die in irgendeiner Art und Weise mit reinkam, ebenso bedient, dass es wirklich so weit gestreut werden konnte, wie es nur ging. Aber wir haben auch da gemerkt, egal wie weit wir an die Stadt reingekommen sind oder egal wie fern wir da weggegangen sind, da gibt es immer noch Personen, die nie was von dem Fall von Lars gehört haben, weil die halt auch medial nicht erreichbar sind. Nicht über Fernsehen, ja, klar, ja, nicht über Internet und nicht über Telefon. Also selbst über Smartphone-Geschichten ist es tatsächlich so, dass dort einige Leute nie was vom Fall Lars Mittank gehört haben. Ja, selbst wenn du Internetzugang hast und sowas, da musst du dich schon länger im Internet aufhalten, bis du irgendwann mal über so eine Story stolperst. Die meisten Leute, wenn sie im Internet sind, werden wahrscheinlich Google benutzen, um irgendwas nachzuschauen, was sie nicht wissen.
oder Social Media oder sowas halt haben. Aber dann irgendwann, selbst wenn du mal YouTube hast, dann musst du erstmal auch in diese Bubble da reinrutschen, wo dir mal was vorgeschlagen wird von Last Mittag. Und da musst du dich dafür interessieren und dann musst du dir das Video anschauen. Also das sind schon viele Voraussetzungen. Natürlich haben die meisten Leute dann wahrscheinlich keine Ahnung, wer Last Mittag ist. Und das passiert uns auch in Deutschland, wenn wir Leute in Deutschland ansprechen. Das zum Beispiel oder nicht viele Leute hören Radio oder so. Ich höre nie Radio und ich schaue nie fern. Auch noch außer wenn ich in irgendeinem Auto oder sowas unterwegs Zeitung bin. In Deutschland einen Bericht bringen. Es gibt immer noch Leute, die von dem Fall nie was gehört haben. Kannst du vielleicht gerade auch in dem Zusammenhang einmal auf die Vorwürfe eingehen, dass Sandra Mitzank nicht genug ermittelt haben soll in dem Fall, selber geholfen haben soll? Einfach, das haben wir ja im Vorhinein auch besprochen, dass wir einfach diese ganzen Vorwürfe auch mal zum Verstummen bringen. Also du warst ja dabei. Du kannst ja bezeugen, dass Sandra da mehr als mitgeholfen hat. Also Sandra Mittag war mit mir und genauso mit meinen Kollegen in der ganzen Zeit mehrfach zusammen in Bulgarien. Ab einem ganz bestimmten Punkt konnte sie aber nicht mehr in Bulgarien aktiv werden, weil wir sie auch einfach schützen müssen und mussten. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, Sandra aus Bulgarien rauszuhalten. Aber aus der Ferne, per Internet, per Telefon. Vor wem überhaupt? Vor wem? Hat sie so viel geholfen. Also ich bin auf seiner Seite. Wie es nur ging. Und dass man ihr vorwirft, dass sie nicht genug getan hat, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Danke schon mal dafür. Also, dass die Vorwürfe haltlos sind, das sollte eigentlich jeder wissen, der sich genauer mit dem Fall beschäftigt, aber einfach für die Leute, die es nicht verstehen wollen, einfach nochmal klipp und klar, wollte ich das nochmal abklären. Kannst du vielleicht auch gerade bezüglich der Ermittlungen nochmal darauf eingehen, inwiefern die bulgarische Polizei mit euch zusammengearbeitet hat? Die bulgarische Polizei hat mit uns gar nicht gearbeitet. Also das muss ich ganz klar so sagen. Wir haben unsere eigenen Ermittlungen geführt und die Bulgaren haben für sich ihre eigenen Ermittlungen geführt. Es läuft nicht so wie in Deutschland. In Deutschland ist es so, dass wenn ich Hinweise habe, dann gebe ich die an die Polizei weiter und die Polizei wird tätig. Manchmal mag man es zwar sagen, es dauert eben bei der deutschen Polizei, aber in Bulgarien haben wir festgestellt, dass dort einfach gar nichts gemacht wird. In Bulgarien ist der Fall auch noch lange nicht geschlossen, weil in Bulgarien gibt es ein Gesetz, das besagt, ist eine Person vermisst und wird sie nicht lebend oder tot gefunden, muss dieser Fall offen bleiben. Und die Bulgaren sind an sich auch interessiert daran, dass diese ganze Sache aufgeklärt wird. Ja. Na, also macht mir auch den Eindruck, dass sie sehr interessiert daran sind. Aber durch die begrenzten Mittel und auch durch die große Reichweite der Umgebung, wo er hätte sein können, hat die bulgarische Polizei einfach gar nichts gemacht. Ja, aber das ist nicht begrenzte Mittel. Natürlich begrenzte Mittel, safe. Du hast nicht die krasseste Ausrüstung. Du kannst nicht mit der Ultra-Rot-Wärmekamera durch die Gegend fliegen und sonst was. Aber Bruder, du kannst ja wenigstens mit dem Privatdetektiv, kannst dich ja austauschen und sowas. Kannst sagen, ey, danke dir für die Informationen. Wir geben dir die Infos, die wir gerade haben und die wir dir geben dürfen und sowas. Weil es ist ja gut und schön, wenn du vielleicht gewisse Sachen nicht weitergeben darfst und sowas. Aber wenn halt die Mom von einer vermissten Person einen eigenen Privatermittler anstellt, um eine Person zu finden, dann sollte es ja auch im besten Interesse der Polizei liegen, dieser Person auch zu helfen, weil ich glaube nicht, dass die Mom jetzt irgendeine schlechte Absicht haben würde, wenn sie eine vermisste Person versucht zu finden oder so. I don't know. Ich weiß nicht. Also ich habe von einer aktiven Arbeit, außer dass der nette Herr am Schreibtisch gesessen hat und Sandra befragt hat, nichts mitbekommen, dass die in irgendeiner Art und Weise aktiv gesucht haben. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal direkt einen größeren Schwenk. Ich hatte in der Doku auch den ominösen Mann, der ins Sprechzimmer des Arztes am Flughafen geplatzt sein soll, gesprochen und auch die drei Versionen angesprochen. Was glaubst du denn, was es mit diesem ominösen Mann auf sich hat? Kannst du da vielleicht auch nochmal genauer was zu sagen? Also ich hatte in der Doku auch erwähnt, dass der leitende Ermittler nach Bulgarien kam und ihm einfach ein Mann vorgesetzt wurde. Also man weiß bis heute immer noch nicht, wer dieser Mann war. Der Arzt, der dort Lars untersucht hat am Flughafen, hat in mehreren Befragungen
verschiedene Aussagen getroffen, dass dort jemand reingekommen sein soll, der Lars in Anführungsstrichen wohl aufgeschreckt hat. Also er hat nur die Tür geöffnet oder soll die Tür geöffnet haben, kurz reingeguckt haben, was auf Bulgarisch gesagt haben, die Tür wieder zu und dann wäre die Sache erledigt gewesen. Und wenig später ist Lars dann wohl losgerannt. Diese Aussage des Arztes können wir nicht belegen, da diese Aufnahmen, wo man eigentlich hätte sehen können, dass dort jemand ins Zimmer geht, vom Flughafen, beziehungsweise den Flughafenbetreibern, vom Sicherheitsdienst des Flughafens, gelöscht wurde. Ja, vielleicht auch unbedeutend. Das Problem ist halt, du kannst es halt nichts ausschließen. Du musst es halt inkludieren. Du musst halt der Sache auf den Grund gehen, weil erst wenn du... Selbst wenige Tage später, als Sandra sich die Aufnahmen angeguckt hat, waren diese Aufnahmen schon gelöscht. Der bulgarischen Polizei, genauso wie der deutschen Polizei, wurde nur Material gegeben, wo Lars kurz drauf zu sehen ist. Also er läuft ins Bild, er läuft aus dem Bild raus und so weiter. Wir wissen aber, Lars ist schon weit vorher am Flughafen gewesen. Lars hat sich am Flughafen was zu essen gekauft. Lars hat sich am Flughafen das Gesicht gewaschen und hat sich frisch gemacht. Davon hätten überall Aufnahmen existieren müssen. Diese Aufnahmen sind aber weg. Und dass der Arzt wirklich die Wahrheit spricht, dass dort jemand ins Zimmer gekommen ist, das kann ich nicht bestätigen. Und es basiert nur auf den Aussagen dieses Arztes. Und wie viel ich dem Arzt Glauben schenke, kann man sich an 3 Fingern abzählen, nämlich gar nicht. Ja, gerade auch das Dokument, was jetzt in der Dokumentation noch mit veröffentlicht wurde und auch der Anruf von Frau Mitrova. Ja, also der einzige Nachweis wirklich, dass er bei diesem Arzt war, die einzigen 2 Nachweise sind, erstens, er hat seine Sachen dort gelassen und die werden die ja, was haben die da mit den Sachen gemacht? Die haben die dann gestored oder sowas und dann haben die gewartet, bis sie von irgendwem abgeholt wurden wahrscheinlich, I don't know. Und die Dokumente, die er unterschrieben hat. So, das sind die einzigen 2 Beweise, dass er halt bei diesem Arzt überhaupt war. Die sprechen ja auch für... Da kann sie ja sonst was aus dem Finger sagen. Die unschlüssigen Aussagen des Arztes, um das einfach mal so zu sagen. Genau, also dieses Dokument, was dort jetzt mit reingenommen wird, in deine Dokumentation besagt, dass Lars eingewilligt hat, auf eigene Verantwortung ins Flugzeug zu steigen und zu fliegen. Genauso haben wir ein Dokument, wo es heißt, dass Lars untersucht wurde, wie viel Fieber er hat und so weiter. Also ein Untersuchungsdokument, sage ich jetzt mal. Da hat Lars sogar versucht, drauf zu unterschreiben, aber es wurde kurz vorher abgebrochen, weil der Arzt unterschreiben musste. Und der Arzt hat Lars eine Rechnung ausgestellt von 100 Lever, die er dort bezahlen musste. Also diese Dokumente liegen uns dank der Polizei und auch dank der ganzen Situation liegen uns die vor. Auch der Werdegang von Lars im Urlaub, nachdem er geschlagen wurde und so weiter, können wir klar nachvollziehen. Wir haben die Belege der Apotheken, wir haben den Beleg vom Hotel und so weiter. Also der Weg von Lars ist zu 100% aufgebaut und rekonstruiert. Wir wissen auch, dass er, nachdem er aus dem Hotel raus ist, in die falsche Richtung gelaufen ist, weil er in der falschen Richtung aufgegriffen wurde. Ja, kannst du vielleicht auch nochmal genau, wenn wir jetzt schon vom Hotel sprechen, nochmal genau auf die Episode im Hotel eingehen, warum Lars da hellhörig wurde und gedacht hat, abgehört zu werden? Du warst ja auch vor Ort. Also zu dem Hotel muss man ganz klar sagen, ich persönlich, auch wenn ich schon in vielen schlimmen Hotels geschlafen habe, ich würde in diesem Hotel nicht freiwillig schlafen wollen. Man kommt in dieses Hotel rein und es ist einfach meiner Meinung nach sehr ungemütlich. Und dann kommt noch hinzu, dass man dort auch klar als Tourist zu erkennen ist in dieser Region. Denn in dieser Region, man braucht die Straße nur hochlaufen vom Hotel weg auf die nächste Hauptstraße, kommt man auf der einen Seite in ein großes Gypsy-Zigeunerviertel. Das sind wenige 100 Meter. Und auf der anderen Seite kommt man zu 4 oder 6 riesengroßen Mehrfamilienhäusern,
wo Tag und Nacht immer irgendjemand unterwegs ist. Ja, okay. Also wie gesagt, das ist ja auch zu der Zeit, wo Hochsaison ist und sowas, und da wird es kein anderes Hotel entweder gegeben haben, was gerade wirklich was frei hat oder sowas. Also das ist ja wirklich dann die letzte Option oder so gewesen. Also er hatte einen Taxifahrer gefragt, so, yo, kannst du mich irgendwo hinfahren zu irgendeinem Hotel, das günstig ist? Und der wird sich gedacht haben, entweder, er hat halt, wie gesagt, einen Vertrag so mit dem Hotel. Es gibt ja auch generell im Ausland, ist es ja üblicher, also Ausland ist jetzt sehr grob gesagt, aber ihr wisst, was ich meine, so kommt öfter mal vor, dass irgendwelche Taxifahrer vor allem, also generell im Ausland Taxifahren würde ich niemals machen, außer das ist wirklich, du hast wirklich keine andere Option, aber es gibt ja auch solche Apps, wie jetzt zum Beispiel Bolt oder sowas, oder Uber maybe, wo du im Vorhinein einfach bezahlst, dass er dich von A nach B bringt, aber nein, die Taxifahrer bringen dich dann zu irgendwelchen Stores oder sowas und dann geht er mit dir rein und sowas und verkauft irgendwelche Teppiche, ne? Genau, und ich war 2012 in Varna am Goldstrand, kann mir das leider gut vorstellen. 2013, okay. Ja, wie gesagt, das ist halt dann mehr so eine Sketch-Gegend, wo du dann wahrscheinlich viele Leute hast, die halt darauf abziehen, yo, wir wissen, dass gerade im Sommer viele Touristen aus dem Ausland zu uns kommen, die viel Geld haben, die gerne saufen, und ich baue mir da einfach irgend so ein scheißer Hotel hin. Schließt dann Verträge mit irgendwelchen Taxifahrern ab und sage ihm, yo, jedes Mal, wenn du mir irgendeinen Gast herbringst, der aufgrund von dir eincheckt, kriegst einen Zehner und gut ist, und dann machen wir Profit von 30 Euro mit dem, und 30 Euro für die sind halt wie für dich, keine Ahnung, 150 Euro oder so. Das ist viel Kohle, um die es da geht. Upsi. Wo man wirklich auch wirklich Tag. Und Bulgarien ist ja meines Wissens nach das ärmste europäische Land, oder? Ist es korrekt? Tag und Nacht jemanden antreffen kann, weil teilweise die Läden dort auch Tag und Nacht aufhaben. Das Hotel an sich habe ich insoweit kontrolliert, dass ich wirklich reingegangen bin und ja, unter einem Vorwand mir die Zimmer dort angeschaut habe. Wir haben vorgegeben, wir möchten uns da einbuchen, weil wir unseren Flug nicht gekriegt haben. Ah, oder Rumänien. Hotel. Ja. Da wurde uns dann erzählt, ja, wir haben noch einige Zimmer frei. Ah. Bitte. Haben Schlüssel zum dritten Stock, da können Sie sich mal ein Zimmer angucken. Da war es dann so, dass ich, dadurch, dass mein Kollege unten an der Bar gestanden hat und sich eine Cola bestellt hat, während der Wartezeit, ich selbst deren Gespräch im dritten Stock im Badezimmer und auch bei geöffneter Badezimmertür im Schlafzimmer hören konnte. Bruder. Dieses Hotel ist so hellhörig, dass ich ihm theoretisch gesehen auch hätte runterrufen können. Das hätte er gehört. Und ich habe alles gehört, was die beiden miteinander besprochen haben. Ja, da wird es wahrscheinlich irgendein Haus gewesen sein, das irgendjemand sich damals gebaut hat, im Jahr 1924. Irgend so eine Lehmhütte oder sowas. Und das wurde dann einfach umfunktioniert, haben sie gesagt, naja, das haben wir jetzt seit 4 Generationen vererbt. Wir sind glücklicherweise in einer Zone, wo viele Touristen herkommen. Wir machen das einfach zu einem Hotel oder so. Ich glaube langsam, dass alle drin in einer Sekte waren. Glaube ich nicht. Also wie gesagt, das mit dem Hotel, das macht Sinn, dass es sehr sketchy war und dass er sich deswegen gedacht hat, naja, warum haben die meine Kreditkarte kopiert und sowas, lass die mal besser sperren. Und wenn die halt rausfinden, dass die Kreditkarte gesperrt ist, weil die werden den da wahrscheinlich abziehen oder sowas, werden sie zu ihm kommen ins Zimmer und werden ihn quasi, I don't know, erpressen oder werden ihn auch schlagen oder sonst was, weil du bist einmal in Bulgarien und du hast dann gleich so eine Erfahrung wie mit den Bayern-Fans gemacht und so. Und deswegen hat er sich dann wahrscheinlich gedacht, ah, okay, vielleicht hat er dann andere Leute gehört, wenn das halt so hellhörig ist und wenn die Wände halt so dünn sind, hat er dann andere Leute gehört, die da auf dem Gang auf und ab gehen oder sonst was, und denkst sich, ja, okay, die haben das jetzt mitbekommen, dass die Karte gesperrt ist und deswegen muss ich verschwinden. Dann ist er raus, war um 2.30 Uhr draußen und wurde halt gesehen von anderen Leuten, die denken sich, yo, das ist irgendein Deutscher, den ziehen wir jetzt ab, weil der hat sicher viel Kohle, hat sich deswegen versteckt, hat dann dieses Medikament auch noch eingenommen, hat vielleicht nichts gegessen und hatte auch Durst und sowas. Nee, Blödsinn, der hat sich ja was zu trinken gekauft und hatte vielleicht noch Alkohol im Blut oder was weiß ich was, hatte dann eben diese erweiterten Pupillen, ist dann irgendwie zum Flughafen gerusht, wurde dann dort maybe erpresst oder sowas, weil er konnte das Geld nicht, also er konnte den Arzt nicht bezahlen. Dann haben sie halt diesen Ausschnitt von den Kameras abgeschnitten und er ist gedippt. So, und was danach passiert ist, weiß man nicht. Das ist zumindest das, was
Nochmal alles Verschwörungstheorie. Es kann auch einfach sein, dass er irgendeine Art von Psychose hatte oder dass er, was weiß ich. Ich weiß es nicht. Ich habe null Ahnung, was da passiert ist. Das ist halt einfach nur das, was irgendwie schlüssig rüberkommt. Dementsprechend, das Hotel ist sehr, sehr hellhörig. Meiner Meinung nach. Nee. Na, das war jetzt nicht auf Bayern-Fans oder sonst was. Nach, ne? Nicht sauber. Und das dann unter den Gesichtspunkten, dass Lars dort bezahlt hat und dann anschließend seine Kreditkarte kopiert wurde, mit einer Art Blaupause, da kann ich dann super nachvollziehen, dass Lars gesagt hat, Mama, sperre meine Kreditkarte. Okay, mit einer Blaupause? Die haben einfach seine Kreditkarte genommen, haben sie so auf den Tisch gelegt und haben das dann einfach so nachgezeichnet. Das war deren Art von Kopie, oder was, Bruder? Ja, okay. Dann sage ich dir, dann hätte ich die Kreditkarte auch gesperrt. Also, ich habe hier betreffend meiner Kreditkarte ein komisches Gefühl. Sperre diese bitte. Okay, ja, danke dir schon mal dafür. Damit das hier auch den zeitlichen Rahmen nicht sprengt, könntest du vielleicht was zum gesundheitlichen Zustand von Lars sagen? Was glaubst du? Also ich hatte in der Doku schon angeteasert, dass du eine bestimmte Theorie zu Lars Gesundheitszustand hast. Kannst du das vielleicht elaborieren? Also wie du dazu stehst, was deine Theorie ist? Ich muss erstmal ganz klar sagen, solange wir Lars nicht tot gefunden haben, lebt er für mich und ich suche nach einem Lebenden. Stark. Das ist für mich ein ganz klarer Punkt, weil wenn ich nach einem Toten suche, habe ich zu einem gewissen Teil schon aufgegeben. Und das werde ich nicht zulassen. Das möchte auch die Familie nicht. Und das muss man auch als Nichtangehöriger und auch als Beobachter der Seite einfach verstehen. Safe. Und ich glaube ihm auch, dass er, so wie er gesagt hat, wenn er das halt privat und sowas geht, er die Szenarien auch nochmal durch und überlegt sich, was man machen kann und sowas. Er ist nicht nur Privatermittler und sowas, weil er halt das Cash bekommt, sondern er steht da ja auch wirklich hinter dem Fall. Das machen, blödes Beispiel, auch Personen, die ihre Katze oder ihren Hund suchen. Ja. Die suchen auch nicht nach einem toten Hund oder nach einer toten Katze, die im Graben liegt, sondern die suchen aktiv nach einem lebenden Tier. So machen wir das auch. Wir suchen aktiv nach einer lebenden Person. Und wenn man dort in dem Fall dann auf den Toten stößt, dann ist es so. Dann ist es aber immer noch eine bessere Antwort. Und man hat dort dann halt auch eben die Gewissheit, man muss nicht mehr weitersuchen. Aber wir suchen aktiv nach einer lebenden Person. Und das wird auch so bleiben. Egal wie viele Leute sich dagegen stellen wollen oder wie viele Leute im Nachhinein sagen, ja, such doch lieber nach einem Toten. Oder hört auf zu suchen, weil diese Vorwürfe kommen auch. Das wollen wir nicht und das werden wir auch nicht tun. Und das werde ich als Ermittler auch nicht tun. Ja, imagine, gab es genug Fälle, wo Leute verschwunden sind und dann Jahre später wieder aufgetaucht sind. Imagine auch, was das halt mit dir macht. So, stell dir vor, Lars Mittank ist immer noch am Leben, läuft irgendwo herum, kann sich vielleicht plötzlich wieder erinnern, wer er ist oder wie auch immer und sieht dann, kommt dann wieder zurück zu seiner Familie und sieht dann, yo, sie haben aufgegeben, nach mir zu suchen, auch wenn das verständlich wäre, unter Anführungszeichen, weil vielleicht hast du auch irgendwann nicht mehr die Kraft und sowas und vielleicht zerrt das einfach psychisch zu sehr an dir und du möchtest irgendwo einfach, dass es aufhört. Aber I don't know. Einfach so dieses Gefühl dann zu haben, so yo, ich weiß, dass ab dem Zeitpunkt X nicht mehr nach mir gesucht wurde und einfach aufgegeben wurde, ist trotzdem irgendwie, ich weiß nicht. Schau dir an, Natascha Kampusch zum Beispiel. Das ist ja auch, die war ja auch Ewigkeiten vermisst und keiner hat gewusst, was mit ihr war. So. Betreffend der Gesundheit von Lars bin ich klar der Meinung, dass er das Urvertrauen in den Menschen verloren hat, weil ihm das am Rollstrand passiert ist. Und dadurch und in Kombination mit den Tabletten, die nachweislich Halluzinationen auslösen sollen, in einer retrograden Amnesie gefallen sein kann. Das heißt, er kann vergessen haben, er heißt Lars, wo er herkommt und so weiter, hat aber immer noch die Fertigkeiten, sprich, er kann, was seinem Beruf typisch ist, er kann schweißen, er weiß, wo welches Kabel hingehört und solche Geschichten. Also handwerkliche Fähigkeiten bleiben meistens erhalten, aber so personenbezogene Geschichten verschwinden. Ich habe mit einigen Ärzten gesprochen, auch einem Facharzt aus der Charité in Berlin, und dieser ist der Meinung, dass es tatsächlich durch diesen Schlag aufs Ohr zu einem Blutgerinnsel im Kopf gekommen sein kann, der eine retrograde Amnesie auslöst. In dem Fall, dass Lars sich dann in irgendeiner Art und Weise aufregt, dass er einen Adrenalinschub kriegt
und so weiter, schwillt das Gehirn an, weil der Puls sich erhöht. Und ganz kurz, ja, habe letztens was von Fritzl gelesen, seine Anwältin will ihn befreien, weil er ja schon uralt und dement ist. Ey, es ist mir sowas von egal, was die Frau sagt. Ich habe mir auch so ein Interview angeschaut bei Ö24, die hat gesagt so, ja, der ist ganz normaler Mensch und sowas und der ist nicht mehr gefährlich und ich würde auch mit dem in eine WG ziehen. Ich weiß nicht mehr, ob das die Anwältin war oder irgendwie andere. Ich bin mir an, das war die Anwältin. Die hat dann gesagt so, yo, ich würde mit ihm in eine WG ziehen und sowas. Und ich dachte, bist du eigentlich komplett von allen guten Geistern verlassen? So no front. Josef Fritzl, Alter. Da mach. Wenn du glaubst, dass er so ein toller Mensch ist, Alter. Und oh, der ist keine Gefahr mehr. Das ist ja schon, wie lange ist das her, Alter? 20 Jahre? Wenn überhaupt? Ich weiß, ich kann das nicht abschätzen. Aber Bruder, der war ja damals schon während seiner Tat irgendwie 50 oder sowas. Da kannst du damals auch sagen, na, der wusste ja nicht mehr, was er tut, der ist ja schon verarbeitet. Dadurch wird die retrograde Amnesie immer wieder oder 60 oder was auf den Ursprung, sage ich jetzt mal. Der Typ soll im Häfen verreckt zurückgeführt. Dass der Körper dann gar keine Kraft hat, in dem Moment sich zu erholen, sondern er immer noch in diesem Tunnel drinsteckt. Es gibt irgendwann einen Auslöser, der ihn wieder aus diesem Tunnel rauskatapultiert. Aber da weiß man halt nicht, was ist der Auslöser. Es gibt den Fall eines Amerikaners, der hat mit 16 Jahren einen Unfall gehabt, hat dann alles vergessen, was er in den 16 Jahren zuvor erlebt hat und ist dann in sein komplett neues Leben gestartet. Er hat eine Frau, er hatte zwei Kinder, hat alles super gehabt und 51 Jahre später hatte er einen Autounfall. Und dieser Autounfall hat diese Bremse oder diese Sperre im Kopf gelöst. Bist du denn? Und plötzlich konnte er sich nur noch an seine 16 Jahre erinnern und nicht mehr an das Leben, was er dann schon viel länger geführt hat. Der Rest war dann wieder ausgelöscht. Und dann das ist so ein Wahnsinn. Was machst du dann? Vor allem, wie ist das dann auch für die Frau oder für die Kinder oder sowas? Da musst du den erstmal so überzeugen, so yo. Und vor allem, selbst wenn du ihn überzeugt hast, dann sind halt deine ganzen Erinnerungen, deine ganzen Ausflüge und sowas, alles ist halt für den nicht mehr da, Bruder. Ja, wirklich, die arme Frau und Kinder. Also das ist wahrscheinlich für die Angehörigen wesentlich schlimmer als halt für dich selber, weil klar ist für dich natürlich auch sehr schlimm, du weißt halt nicht genau, wer du bist und das alles. Aber du hast halt wenigstens nicht diese emotionale Bindung so zu den Menschen. Weil du denkst, das ist ja dann für dich wie ein fremder Mensch. Ein fremder Mensch kommt jetzt auf der Straße zu dir und heult und sagt, warum kannst du dich nicht mehr an mich erinnern? Du denkst dann, naja, keine Ahnung, weiß halt nicht, wer du bist. Also natürlich ist es nicht so einfach, ne, aber jetzt überspitzt dargestellt. Ganz, 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 ganz schlimm. Du musst ihm das mühevoll wieder beibringen. Und da sind so die Punkte, wo dann jemand sagt, ja, aber... Und vertrau auch mal jemanden. Ich meine, natürlich, da werden dann mehrere Leute sagen so, yo, hallo, wir sind deine Eltern. Oder ich weiß nicht, ob seine Eltern da noch am Leben waren. Ist ja wurscht, yo, ich bin deine Frau, yo, wir sind deine Kinder und sowas. Du hast ja auch Fotos und alles. Aber trotzdem, vertrau mal dem Menschen. Ein Mensch sagte, yo, keine Ahnung, übrigens, hier ist dein Bankkonto. Hier sind 200.000 Dollar drauf. Hier, viel Spaß damit und sowas. Bist du, what the fuck mache ich damit? Das kann ja nicht ewig dauern. Solche Sachen können schon länger dauern. Wenn es nicht diesen sogenannten Reizpunkt, diesen sogenannten Punkt gibt, was ihn dann wieder zurückschießen kann. Ja. Und letztendlich wissen wir nicht, was es ist und dementsprechend müssen wir hoffen, dass wir ihn vorher finden oder dass er tatsächlich diesen Reizpunkt kriegt und er dadurch dann wieder nach Hause findet. Du sprichst den Punkt schon an. Finden. Was kannst du den Zuschauern denn mit auf den Weg geben? Also wo könnte er sich befinden? Wo sollten sie die Augen offen halten? Am besten natürlich überall. Einfach nochmal Worte zum Schluss hin. Am besten kann jeder, der uns helfen möchte, die Augen aufhalten und seine Umgebung gut im Auge behalten. Sprich, wenn dort ein Obdachloser, Beispiel Düsseldorf, gesehen wird, der Lars sein könnte, dann macht bitte gute Fotos. Merkt euch gut den Standort und sendet uns das. Wir wollen nicht jeden Obdachlosen oder jeden, der in irgendeiner Art und Weise lange Haare hat und Bart hat, gleich über einen Kamm scheren und sagen, das könnte Lars sein. Aber jeder, der uns nicht gemeldet wird. www.findet-lars-mittank.de
Oder hier generell bei dem Video von Insolito findet ihr alle möglichen Anlaufstellen dafür. Ne? Ist einer zu wenig. Jeder, der uns gemeldet wird, selbst wenn er noch so weit entfernt ist, ist für uns ein Punkt, wo wir sagen können, das ist nicht Lars. Und by the way, nochmal zu der Geschichte von Fritzl. Ich weiß, ich jump jetzt hier hin und her und sowas. Es ist mir, also Real Talk, es ist bei der Geschichte von Josef Fritzl eigentlich auch egal, ob er noch gefährlich ist oder nicht. Also so für mich. Ich weiß nicht genau, wie die Gesetze in Österreich sind. Da kannst du ja lebenslänglich, sind da irgendwie nur 25 Jahre oder irgendwie sowas Verrücktes. Ich weiß nicht, ob du nicht eine Person auch länger einsperren könntest. I don't know. Keine Ahnung. Ich denke mir halt nur, es ist egal, ob er noch gefährlich ist oder nicht. Er gehört halt einfach nicht in die Gesellschaft. Imagine, du gehst halt einfach auf der Straße und so, da geht jemand mit dem Hund spazieren und das ist einfach Josef Fritzl. So, ja, ist mir doch egal, ob er noch gefährlich ist oder nicht. So, komm damit klar. Jo, das ist dann jetzt dein neuer Nachbar. Ja, der lebt halt jetzt einfach neben dir. Ist doch auch so. Gibt's bei euch keine Sicherheitsverwarnung? Keine Ahnung, was das ist. So. Wollen die den freilassen? Nee, ich glaube nicht. Nur er wird irgendwie verlegt in den normalen Vollzug oder so. Keine Ahnung. Aber halt seine Anwältin oder so ist halt so voll der Meinung, ja, der ist komplett der normale Mensch und der ist nicht mehr gefährlich und ich würde dem da meine Kinder auch anvertrauen und sowas. Ja, dann mach's. Ganz ehrlich, dann mach's. Viele, die obdachlos sind, die aufgrund der Haarfarbe und aufgrund des Bartwuchses und des Haarwuchses der Beschreibung von Lars entsprechen könnten. Weil ein Bart verbirgt sehr, sehr viel vom eigentlichen Gesicht. Ja, ja. Lange Haare verbergen viele andere Punkte vom Gesicht. Und wenn dann, wie in Düsseldorf oder wie aktuell auch noch anderen Städten und Dörfern aus Deutschland gemeldet, solche Sichtungen kommen, dann müssen wir dem nachgehen und wir gehen dem auch nach, egal wie weit weg es ist. Das ist einfach der Punkt, ihr helft uns am besten, indem ihr Fotos macht, euch den Standort merkt und wenn ihr merkt, dass diese Person vielleicht sogar verwirrt ist, sprich wie im Fall von Düsseldorf mit einem Stein im Wasser tanzt, dann sollte man die Person nicht einfach links liegen lassen, sondern sollte vielleicht auch irgendwie Hilfe dazu holen. Ja, safe. Und ich glaube, El Dani, Dankeschön für den Prime Sub. Und ich glaube, da muss man wirklich, also holt euch oder ruft zuerst, falls ihr da sowas mitbekommt, vielleicht die Polizei oder irgendjemanden, konsultiert irgendjemanden, bevor ihr auf die Person zugeht und sagt, yo, ich glaube, du bist Lars Mittank, du bist seit Jahren verschwunden und dies, das und jenes und sowas. Das ist, glaube ich, nicht die beste Idee. Imagine, du weißt nicht genau, wer du bist und sowas und da kommt eine fremde Person auf dich zu und weiß alles über dich und sagt dir, yo, ich weiß, wo du hingehörst, ich weiß das über dich und das über dich, weil ich habe es im Internet gesehen und sowas. Dann ist so, okay, dann wird der Typ wahrscheinlich erstmal wieder wegsprinten und dann hast du niemandem einen Gefallen getan. Und dann muss man erstmal die Person auch wieder finden und dann stellt sich erst heraus, dass er das nicht mehr war und dann ist es erst wieder Energie und Aufwand und natürlich auch Zeit und Geld und was weiß ich, was das halt flöten geht. Erstmal besser Hilfe holen oder vielleicht die Polizei rufen und sagen, ey, ich habe da was mitbekommen von dem Fall Lars Mittank und ich glaube, da ist jemand, der das sein könnte oder so. Ey, vorsichtig sein, ne? Manchmal ist es so, dass die Polizei dann sagt, okay, wir nehmen ihn mit, wir überprüfen das Ganze und wir können dann feststellen, da ist was oder da ist nichts. Manchmal ist es aber auch so, dass die Polizei sagt im Nachhinein, ja, wir können den nicht mitnehmen, der ist klar bei Verstand. Wir wissen aber, der heißt so und so. Aus datenschutztechnischen Gründen darf man es dann natürlich nicht sagen. Aber dann können die Polizisten uns auch glaubhaft versichern, es ist nicht unser Lars. Mhm. Und wir haben in der Zeit, seitdem wir nach Lars suchen, nicht nur Obdachlose gefunden. Wir haben Leichen gefunden. Wir haben Leute gefunden, die selbstbestimmt Freileben, sag ich jetzt mal, im Waldleben, die auch seiner Beschreibung entsprachen. Weil dieses blond-braune von den Haaren mit diesem Bartwuchs, mit dem leichten rötlich-bräunlichen Stich, den er drin hat, das ist nun mal nicht selten. Ja. Und Lars hat halt eben keine Tätowierung auf dem Unterarm oder sonst wo, dass man ihn gleich erkennen könnte, die markant ist. Woran man ihn erkennen könnte, wären einfach nur 2-3 Narben. Aber diese Narben sind bei bestimmten Kleidungsstücken und auch bei bestimmter Gesichtsbehaarung oder langen Haaren einfach nicht mehr erkennbar. Und dementsprechend müssen wir die Suche aufgrund unseres Profilbildes so allgemein halten, wie es in dem Fall wirklich nur geht, um auch die Reichweite in dem Fall so hoch zu haben, wie es nur geht. Ja, vielen Dank, Rainer, für das Gespräch. Wir hoffen das Beste. Und ja. Jetzt kommt noch die Mom, Dankeschön. Oder? Bitte, gerne. Ja. Fragen an Sandra Mittag.
Also Props, was heißt Props? Der Ermittler, der war sehr, kommt mir sehr bemüht vor und sehr, also der steht da wirklich dahinter und sowas. Das habe ich gerade sehr gut gefunden, was er alles gesagt hat. Und vor allem, es gibt ja auch einen Einblick, ne? Du siehst natürlich nur was im Internet. Du siehst irgendwelche Videos von irgendwelchen Leuten, die halt auch nur die Infos aus dem Internet haben. Aber wenn du dann den echten Ermittler, der sich mit dem Fall befasst und der dir sagen kann, so, yo, das und das haben wir gemacht und die Leute haben wir konsultiert und sowas, das ist dann nochmal was anderes. Wieso wurden genau 500 Euro per Western Union überwiesen? Ich hätte auch 500 Euro. Das war eine willkürliche Summe von mir festgelegt. Danke Lars dir, hat keine Köche. Summe Danke gefordert. Dir. Sonst wäre ich stutzig geworden, dass da was anderes dahinter stecken könnte. Er hat mir vertraut, dass ich das Richtige mache. Glauben Sie, dass... Ja, 500 Euro reicht, um wahrscheinlich einen Flug fast schon zu buchen oder um dir Essen zu holen, um dir notfalls für mehrere Tage eine Unterkunft zu holen und sowas. Und jetzt gleich 2000 Euro so zu überweisen, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu risky vielleicht, weil ich weiß auch nicht, wie viel Geld die haben. Ne? Und dann gleich mal 2000 Euro überweisen mit irgendeiner Bezahlungsmethode, von der du keine Ahnung hast. Und du weißt nicht, ob das Geld überhaupt ankommt und sowas, nachdem die eh schon einen Bus und Flugzeug und sowas halt gebucht hat und sowas. Dass irgendjemand das Sprechzimmer des Arztes betreten hat und Lars daraufhin losgerannt ist? Ich glaube nicht, dass da eine Person reingekommen ist, wow. Da der Arzt Frau Mitrova am Telefon von einem Toilettenbesuch berichtet hat. Es ist schleierhaft, warum der Arzt behauptet, da wäre jemand reingekommen. Und das in drei verschiedenen Ausführungen. Was hat Lars alles zurückgelassen? Seine Adidas-Reisetasche, Rucksack, Ausweis, Handy. Und in unserer Recherche wurde festgestellt, dass er den Reisepass, der leider 4 Wochen später abgelaufen ist, auch noch bei sich hatte, inklusive Geldbörse. Hat Lars... Hä? Ich dachte, er hat den zurückgelassen. Ah, ich hab's schlecht zugehört. Ich dachte, er hat den Reisepass zurückgelassen und jetzt hat er ihn doch mitgenommen? Das CFC. Ja, das wurde jetzt auch öfter wiederholt. Warte mal ganz kurz. Warte mal, ich gehe nochmal zurück. Es ist schleierhaft, warum der Arzt behauptet, da wäre jemand reingekommen. Und das in 3 verschiedenen Ausführungen. Okay, was hat, Lars alles zurückgelassen? Seine Adidas-Reisetasche, Rucksack, Ausweis, Handy. Ach so, Ausweis. Und in unserer Recherche wurde festgestellt, dass er den Reisepass, der leider 4 Wochen später abgelaufen ist, auch noch bei sich hatte, inklusive Geldbörse. Hat Lars... Okay. Ey, Callcenter, Booster, Dankeschön für den Raid mit Buster mit 2 Personskeys. Das Chef-Ziel wirklich zu sich genommen? Weiß man das zu 100%? Ich glaube nicht. Zu 99%iger Sicherheit hat Lars 3 bis 4 Tabletten genommen. Am Abend vielleicht 2 und dann am nächsten Morgen 1 Tablette. Aber das ist ja auch gut zu wissen, dass er den Reisepass mitgenommen hat, weil wenn man eine Leiche finden würde, dann würdest du ziemlich sicher auch den Reisepass finden. Es gibt keinen Grund für jemand externen, der nichts mit dem Fall zu tun hat, den Reisepass zuerst wegzunehmen von der Leiche und den irgendwo wegzuwerfen oder sonst was. Du könntest auch den Reisepass separat von Lars finden. Du könntest einfach nur den Reisepass finden und hättest dann eine Spur, wo er eventuell hingegangen sein könnte. Und wenn er nicht mehr wissen würde, wer er selber ist und er würde diesen Reisepass finden, besteht eine gute Chance, dass er sich erinnern könnte oder dass er zumindest eine Spur hätte, so, ah, okay, ich glaube, ich heiße Lars Mittank. Oder er wird sich denken, irgendjemand hat mir das angetan, wenn er eine Psychose oder sonst was hatte. Ich weiß nicht, was die korrekte oder schizophrene Episode oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Ihr wisst, was ich meine. Dass er sich denkt, okay, irgendjemand hat einen Pass gefälscht und mir in die Tasche gesteckt, also in die Hosentasche gesteckt, damit ich glaube, ich wäre Lars Mittank. Aber ich bin nicht Lars Mittank, sondern ich bin Person XY. Boah, da gibt es so viel Spekulationsraum. Warum ist man sich sicher, dass das Überwachungsvideo manipuliert bzw. verändert wurde? Ja, weil sie es gesehen hat. Ich habe im Flughafen am 26.07.2014 ein anderes Video gesehen, aus einer anderen Perspektive. In diesem hat Lars, nachdem er den Ausgang erreicht hat, sich orientiert, an die Gesäßtasche gefasst und ist auf 2 Polizeiautos gemächlich zugelaufen. 5 Meter vor den Autos läuft er rechtwinklig über die Straße auf den Busbahnhof zu, wo nur ein Bus ist. Dahinter verschwindet er als Sichtschutz. Der Bus fährt rückwärts raus. Er läuft im Windschatten mit. Als er wieder vorwärts fährt,
läuft er auf den aufgeschütteten Sandberg zu und verschwindet dahinter. Aber verstehe ich das richtig? Er hat sich von den Polizeiautos versteckt? Oder hat er sich einfach generell versteckt? Weil 5 Meter vor den Polizeiautos ist er rübergelaufen. Könnte auch sein, dass dann davor, nein? Ich dachte zuerst, er hat sich von der Polizei versteckt, weil er vielleicht dachte, dass sie ihn suchen, weil er womöglich die Arztrechnung nicht beglichen hat. Bruder, ich weiß echt nicht, was ich denken soll. Mehr ist dann nicht mehr zu sehen. Das Video, was von Aktenzeichen XY gezeigt wurde, hat die Polizei vom Flughafen Varna nach 7 Wochen nach der Anforderung an die Polizei Itzehoe geschickt bekommen. Es ist definitiv ein anderes Video. Was ist dran an den Gerüchten, dass Lars schon vorher einmal verschwunden ist? Da ist nichts dran. Ja. Glauben Sie, dass Lars einen Grund gehabt hätte, freiwillig zu verschwinden? Lars hatte sehr viel Vertrauen zu seinen Eltern. Eher ein freundschaftliches Verhältnis, wenn man so etwas sagen kann, innerhalb einer Familie. Deshalb hat er mich, als ich ihn in Wilhelmshaven besucht habe, zu einer Besichtigung seines Arbeitsplatzes im Kraftwerk eingesetzt, weil ich auch im Kraftwerk gearbeitet habe, was auch nicht alltäglich ist. Dann hat er mich in seine Zukunftspläne eingeweiht, dass er sich dort fest niederlassen und ein Häuschen bauen oder kaufen möchte. Zusammen haben wir uns die möglichen Orte in der Umgebung angeschaut und er hat mich überall rumgeführt. Stimmt es, dass sich ein Mann mit gleichem Namen in einem Hotel in der Nähe von Varna eingecheckt hat? Ja, der Mann hieß tatsächlich mit Familiennamen Mitzang, aber er war nicht verwandt. Lol. Wie wirkte Lars, als er aus dem Hotel Koller anrief? Er war schon überlegt, sonst hätte man nicht alle Schritte besprechen können, wie Sperrung der Karte, Auslandskrankenversicherung, das Ticket anzumelden und so weiter. Er war schon aufgeregter als sonst, aber auch nicht lautsprechend. Warum, wurde in der Dokumentation ja auch besprochen. Habt ihr nochmal mit dem Hotel Koller gesprochen? Was sagen Sie zu der Darstellung des Besitzers auf Google? Mit dem Rezeptionisten wurde zeitnah gesprochen, kurz nachdem Lars verschwunden war. Der Rezeptionist war ein junger Mann, der tagsüber bei der Bank arbeitete und im Nebenjob im Hotel. Er hat die Kreditkarte kopiert und dann Lars wiedergegeben. Im Auftrag der Polizei war später der Kriminalkommissar Klein im Rahmen der TV-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst im Hotel. Vorher wurden die Drehgenehmigungen in Bulgarien eingeholt. Und nun war der Eigentümer vor Ort und schilderte das Einchecken von Lars an dem Abend, weil er nach eigenen Aussagen anwesend war. Mhm. Und damit sind wir am Ende des mit Abstand aufwendigsten Videos, das ich je produziert habe. Ich hoffe, ich konnte den Ankündigungen und Erwartungen von euch einigermaßen genügen oder vielleicht sogar entsprechen. Wenn ja, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Und wenn nicht, dann freue ich mich wie immer über konstruktive Kritik. In den letzten Wochen wird der Fall von Lars immer wieder besprochen und es kommen neue Hinweise bei den Privatermittlern und der Findet Lars Mittank-Seite an. Ich hoffe wirklich, dass diese neue Aufmerksamkeit zum Finden von Lars führen wird. Hört auf die abschließenden Worte des Privatdetektivs und haltet eure Augen offen. Macht Fotos, falls ihr etwas seht und meldet euch bei den Seiten der Zuständigen, die auch in der Infobox verlinkt sind. Das Bild, was ihr die ganze Zeit nebenher seht, wurde im privaten Auftrag von Frau Mittank erstellt und zeigt Lars, wie er heute vielleicht aussehen könnte. Vielen Dank fürs Zugucken. Gute Nacht und bis dann. Ach, du meine Güte. Ey, ich hab schon ein Like gegeben. Das war real talk. So viel besser und gründlicher und overall aufklärender, als ich es mir hätte vorstellen können. Also Real Talk, eines von den besten Videos, die wir in letzter Zeit gesehen haben und auch so wichtig und I don't know. Gibt einem einfach zum Nachdenken. Über den ganzen Fall, wie gesagt, sehr, sehr gut informiert, sehr, 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 sehr spannend auch gehalten und sowas, aber Bruder, all in all, es ist einfach so traurig, wie viele Leute sich da wirklich dagegen sträuben, irgendwas zu tun,
um so gut wie es geht, dieser Aufklärung halt beizuhelfen. Und das ist einfach, ja, weiß nicht, was ich davon halten soll.